Ja, ich muss noch einen ganz kurzen Einleitungsvortrag halten, dann geht es aber auch schon unmittelbar los. Die Frage, die wir uns stellen heute Abend, ist, wie wirkt sich die Flüchtlingsentwicklung auf die Welt, die Europäische Union und Deutschland aus? Und wir haben im Grunde zwei Betrachtungsweisen im Moment. Die eine, die staatliche Ordnung löst sich auf und irgendwann ist Deutschland nicht mehr Deutschland, wenn Kanzlerin Merkel so weitermacht. So fürchtet man es zum Beispiel bei der FAZ, Slogan Deutschland muss Deutschland bleiben. Und im Gegenteil sehen andere das so, Deutschland übernimmt eine normative Führungsrolle und entwickelt sich damit überraschend wunderbar, nämlich in der Nachfolge der USA zum Sehnsuchtsland der Freiheit. Das findet Harald Welzer, einer der führenden Intellektuellen dieses Landes. Nationalsozialismusforscher und strenger Kapitalismuskritiker, und Harald Welzer hat sogar gesagt, er sei stolz auf dieses Deutschland, und das Wort stolz hat er natürlich selbstverständlich sehr geschichtsbewusst benutzt. Also die einen fürchten Anarchie, die anderen fürchten Anarchie und ökonomischen Niedergang, die anderen fürchten den Aufstieg, fürchten sage ich jetzt schon, die feiern den Aufstieg ins Reich der Edelmenschen. Und die Frage ist denn nun, wie ist denn die Lage denn nun tatsächlich? Gibt es eine deutsche Gesellschaft, die empathisch anpackt und hilft? Das haben wir ja in diesem Moment. Oder ist alles schlimm, weil voller Nazis und Leuten, die ausgrenzen wollen in Deutschland und um Deutschland herum? Das ist die Hauptfrage, die ich heute mit meinen Gästen besprechen will, aber auch mit Ihnen. Wir wollen heute schon auch ausführlich hier mit dem Saal sprechen, aber ich möchte Ihnen zunächst meine Gäste vorstellen. Das ist zu meiner Linken Robin Alexander. Er ist Jahrgang 75, stammt aus Gelsenkirchen. Das ist eine Stadt bei Schalke. Okay, das kam jetzt einigermaßen an. Verheiratet, drei Kinder, hat in Leipzig Journalistik studiert, ist Politikjournalist bei der Weltgruppe. Er war Co-Moderator, vielleicht kennen Sie ihn davon, von Stefan Raabs Politiksendung. Wie hieß die? Die absolute Mehrheit, richtig, ja. Und er war auch bei der Taz viele Jahre. Und heute ist er der führende journalistische Beobachter, was Angela Merkel, das Kanzleramt und die CDU angeht. Das behaupte ich zumindest, Robin Alexander. So, dann haben wir in der Mitte Dieter Janicek, Jahrgang 76, ist Bundestagsabgeordneter der Grünen seit 2013. Davor war er bayerischer Landesvorsitzender, kommt aus München, hat auch drei Kinder, ist wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion und ein exponierter Vertreter des Green New Deal. Das ist die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Wachstum. Und für einen Grünen ist er in einem herausragenden Ausmaß von dieser Welt. Manche Parteifreunde werden sagen, er sei sogar für einen Realo-Grün zu sehr von dieser Welt. Wir werden das heute Abend überprüfen. Dieter Janicek, freue mich sehr, dass Sie da sind. So, muss mein Zettel jetzt noch umschalten, dann darf ich Ihnen vorstellen Marco Böhme. Marco Böhme ist kurzfristig eingesprungen für Jule Nagel, falls Sie die vermissen sollten. Die ist nämlich leider krank geworden, und zwar so krank, dass sie tatsächlich nicht kommen kann. Marco Böhme ist, wenn Sie ihn nicht kennen, Jahrgang 90, ist MDL hier für die Linkspartei, kommt aus Leipzig, lebt in Leipzig, studiert in Leipzig und ist Fraktionssprecher der Linken für Klima- und Umweltpolitik. Und er wurde 2014 über die Landesliste in den Landtag gewählt. Herzlich willkommen, Marco Böhme. So, wir fangen an. Und zwar würde ich ganz gerne einsteigen. Wenn Sie das gestatten, Robin, würden wir uns duzen, weil wir kennen uns seit vielen Jahren. Und Robin ist wirklich im Grunde jemand, der, Sie werden die Welt nicht lesen, nehme ich jetzt mal an, aber wenn Sie sie lesen. Heimlich im Internet.
der sehr genau weiß, wie das Kanzleramt tickt und wie die Kanzlerin tickt. Und die Frage, die ich mir deshalb stelle, ist, warum hat Merkel das in der Flüchtlingspolitik so gemacht, wie sie das gemacht hat? Was hat sie genau gemacht? Und warum kommt das in Teilen ihrer eigenen Partei so schlecht an? Warum? Also ich kann ja auch nicht hinter die Stirn gucken, aber vielleicht fasse ich mal kurz zusammen. Es gab ja diesen berühmten 4. September, alle erinnern sich, da gab es die Flüchtlinge in dem Budapester Bahnhof. Die sind dann angefangen, über die Autobahn zu laufen. Und dann gab es, das ist ja mehrfach beschrieben, nicht nur von mir, dann gab es halt Telefonate von dem österreichischen Kanzler Faymann und Frau Merkel, was man da macht. Und über Faymann dann auch mit Orbán. Und in dem Moment hat Merkel entschieden, diese Leute einfach nach Deutschland reinzulassen. Also nach der geltenden Dublin-Rechtslage muss man ja Leute immer in dem ersten Land, wo sie europäischen Boden berühren, müssen die Asylverfahren machen. Und Merkel hat gesagt, davon kann man absehen. Die Kritiker, die du angesprochen hast, kritisieren ja, glaube ich, nicht so sehr diese September-Entscheidung, sondern das, was da dranhängt. Also dadurch sind ja die sowieso schon sehr hohen Flüchtlingszahlen nochmal exponentiell gestiegen. Und die Kritiker sagen, man hat da sozusagen Anreiz gesetzt oder man hat das Signal gesetzt, ihr könnt jetzt alle kommen. Und die Kritik, die sich in den Unionsparteien verbindet, ich glaube, da sind zwei Sachen, die man in der Diskussion, wenn man was darüber erfahren will, auch auseinanderhalten muss. Es gibt natürlich die Truppe, die damit nicht einverstanden ist, dass Deutschland sich verändert, dass Deutschland bunter wird, dass es Einwanderung gibt. Die gibt es in der Union, in beiden Unionsparteien, aber die ist stark minoritär. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die so das Gefühl hat, wir müssen die Kontrolle behalten. Wir haben viel zu viel Kontrollverlust. Das, was Staat leisten muss, geht in letzter Zeit immer mehr zurück. Damit meinen die nicht nur, dass jetzt Leute über die Grenze gehen, die sagen auch, wir haben in der Euro-Krise die Banken nicht regulieren können. Wir haben da einen staatlichen Kontrollverlust und zählen mehrere Sachen auf. Und diese Gruppe, ich sag mal die Leute, die gerne ein ethnisch reines Deutschland behalten wollen und die Leute, die gerne einen funktionierenden Staat behalten wollen. Ich argumentiere stark vereinfachend, Sie merken das. Diese Gruppen sind nicht gleich. Also die haben eine Überschneidung, eine Schnittmenge, aber die sind nicht die gleichen. Und wenn man die gleichsetzt, glaube ich, läuft man gegen Popanz an. Davon würde ich abraten. Ja, lasse ich jetzt mal so stehen und würde den Dieter Janicek ins Spiel bringen. Ich war beim Parteitag der Grünen, Herr Janicek, und es war sehr, sehr auffällig, immer wenn der Name Angela Merkel fiel, Riesenbegeisterung. Es war hier 15 Kilometer weiter in Halle. Riesenbegeisterung in Halle. Also man hatte den Eindruck, die Kanzlerin war ja gerade irgendwie bei der CSU angeblich abgewatscht worden. Und man hatte den Eindruck, wenn sie nach Halle gekommen wäre zu den Grünen, dann hätte es Standing Ovation gegeben und man hätte sie gefeiert und dann wäre es in ihrer Partei erst recht erledigt gewesen. Ist das die Stimmung bei den Grünen oder wie sehen Sie das? Ja, ich habe schon auf dem Parteitag gescherzt, dass wir 2017 dann plakatieren, wer Angela Merkel will, muss grün wählen. So ist die Stimmung nicht ganz, aber es gibt einen hohen Respekt, erst recht in unserer Wählerschaft, das wissen wir auch, also dafür, dass sie Haltung bewiesen hat, in der Tat gegen zwei Erzählungen, die in der CDU da sind, nämlich, ich glaube, die wichtigere ist sogar Rechtsstaatlichkeit, Ordnung. Das geht allerdings vielen so. Ich meine, alle, die humanitär befürworten, was passiert, würden sich auch wünschen, dass das Lager so in Berlin funktioniert. Also so ein Diskurs, den gibt es, glaube ich, in allen Fraktionen und Parteien, das ist wichtig. Und der andere ist die Angst vor Überfremdung und Überforderung und vielleicht auch Terrorismus, auch wenn es unzulässig ist, das zu verknüpfen. Und das findet alles gemeinsam statt. Dann gibt es noch eine AfD und irgendwie, der Kretschmann hat das gesagt, auch auf dem Parteitag in einem Treffen, wo ich dabei war. Also er wird alles dafür tun, dass die demokratischen Kräfte zusammenstehen und nichts dafür tun, dass sie auseinanderlaufen. Ja. Und das ist so eine staatspolitische Verantwortung, die sieht man bei Merkel schon. Aber natürlich gibt es bei uns auch viele, zu denen gehöre ich nicht, die total unzufrieden sind und sagen, das, was die Grünen da jetzt mitbeschlossen haben mit Merkel, das geht ja gar nicht und ist sozusagen der Verrat an den Werten der Flüchtlingspolitik, für die wir gestanden sind. Ich teile das nicht, weil ich teile die gegenteilige These. Ich sage, wir haben Kompromisse machen müssen auch. Im Bundesrat kann man sich nicht enthalten, da muss man entweder Ja oder Nein sagen.
bei manchen Sachen, die nicht gut sind, aber im Wesentlichen mobilisieren wir gerade wie kein anderes Land der Welt momentan Hilfsbereitschaft. Und das ist entscheidend in der jetzigen Phase, wenn man nach Ungarn schaut, wenn man die Entwicklung in Frankreich anschaut, nach Österreich anschaut, leider auch nach Dresden schaut zum Beispiel. Also das sind Entwicklungen und da muss man sich als Demokrat auch mal entscheiden, ist das jetzt wichtig, dass ich Recht habe oder ist es wichtig, dass den Flüchtlingen geholfen wird? Ja, und ich glaube, man hilft ihnen nicht, indem man nur Recht hat, sondern indem man auch Kompromisse macht. Ich weiß, dass in Bayern bei uns, in den Kommunen, wo wir auch viel aktiv sind, alle versuchen, die CSU einzubinden bei den Entscheidungen. Das ist wichtig und bei denen gibt es auch viele vor Ort. Bayern ist das Land, das am meisten hilft und am meisten schimpft gleichzeitig von der obenen Ebene. Aber diesen Widerspruch, den muss man erkennen und also mein ethischer Satz ist in der Flüchtlingspolitik und ich bin auch viel beschäftigt damit, sowohl politisch wie auch ein bisschen privat. Man muss halt schauen, was hinten rauskommt bei der Kiste und deswegen hat Merkel da was Großes geleistet, dafür den höchsten Respekt auch von mir. Ja, also ich glaube, man kann sagen, in der linken Mitte ist der Respekt vor Angela Merkel schon deutlich gewachsen, aber Herr Böhm, ich nehme jetzt mal an, Sie sehen das nicht so grandios begeistert. Ach naja, man hat ja, glaube ich, viel erlebt in den letzten Monaten und da wird es schon absurd, wenn man als Linker die Politik von Merkel verteidigen muss. Also vorhin fiel das Stichwort, man will noch einen funktionierenden Staat erhalten. Also wenn ich mir überlege, dass wir in Europa Dublin III haben, also dass Flüchtlinge nur Asyl beantragen können, dort, wo sie als erstes Europa betreten. Und es sind meistens oder eigentlich immer die Außengrenzen, die südlichen Außengrenzen von Europa. Diese Länder haben schon seit Jahren keinen funktionierenden Staat mehr, weil sie alleine gelassen werden mit den Flüchtlingszahlen. Also dort ist einfach eine Überforderung gewesen oder immer noch gewesen, weil die anderen Länder sich verweigert haben, diese Flüchtlinge aufzunehmen oder zu verteilen. Auch wenn jetzt groß geschrieben wird, dass wir das doch in ganz Europa gerecht aufteilen müssen. Also da verstehe ich halt ist mir alles unbegreiflich, wie man jetzt davon reden kann, dass man das gerecht verteilen muss, weil man es in der Vergangenheit nie gerecht verteilt hat. Und dafür hat Deutschland gesorgt, dass es halt diese Dublin-III-Regelung gibt und dass halt nur Leute in den Außengrenzen Asyl beantragen können. Und das ist halt falsch. Und Merkel hat nun gehandelt vor ein paar Monaten, im September haben Sie angesprochen. Und da wird sie nun kritisiert dafür, dass sie halt Ungarn entlastet hat oder auch andere Länder damit. Und das ist aber die einzig richtige Entscheidung gewesen. Und Deutschland kann mit 1 Million oder 800.000 oder 1,5 auf jeden Fall damit umgehen. Auch wir in Sachsen, wir haben in den letzten 25 Jahren über 1 Million Einwohner verloren. Hier gab es mal 5 Millionen Einwohner in Sachsen. Jetzt meckern ja alle rum, wenn 40.000 oder 60.000 Flüchtlinge kommen. Das ist mir unbegreiflich. Das ist eigentlich eine große Chance für Sachsen, gerade auch in den ländlichen Regionen. Da fahren auf einmal wieder Busse, werden Buslinien aktiviert, um Flüchtlinge transportieren zu können oder auch und natürlich auch Einwohner. Ja? Also da entstehen hier gerade vollkommen neue Bilder bei den Menschen, aber natürlich auch Bilder, wie sie in Dresden zeigen. Und das hat, denke ich, sehr viel mit Ängsten zu tun, die aus meiner Sicht nicht begründet sind, aber die Leute, man kann ja Ängste nicht einfach so nehmen, aber das sind halt Ängste, die aufgebaut wurden in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren durch soziale Kürzungen, durch Sanktionen auch, durch Probleme, die Menschen haben, die aber die Politik, die regierende Politik nicht gelöst hat und das spiegelt sich jetzt in Pegida wieder. Gleich eine Nachfrage an Sie stellen, weil ich hatte eine meiner Grundthesen, über die ich gerne sprechen würde, ist ja, dass ich sage, das Land hat sich in diesem Jahr politisiert. Es hat sich nicht so politisiert, wie wir das vielleicht gerne hätten. Es hat sich auf der einen Seite politisiert, hat sich in der Mitte politisiert, aber dennoch ist die Frage, was kann man jetzt damit anfangen, mit dieser Dynamik, die gekommen ist. Aber Sie haben im Vorgespräch gesagt, nee, ich teile diese Meinung gar nicht. Hier von Politisierung kann keine Rede sein. Genau, also in dem kurzen Vorgespräch habe ich nur kurz widersprochen, dass wir jetzt hier auf einmal von einer Politisierung der breiten Masse der Bevölkerung reden können. Also im Grunde herrscht hier der Mob oder der Stammtisch auf der Straße. Also Leute sagen jetzt das oder sprechen aus, was sie halt, oder viele Leute, also Pegida in dem Fall, was vorher ein Tabu war und auch zu Recht ein Tabu war, dass man eben Menschenrechte nicht kürzt oder Obergrenzen einführt oder sonst was jetzt gerade hier auf den Straßen los ist. Und das hat für mich nichts mit Politisierung zu tun. Politisierung ist für mich
etwas, wenn sich mit Problemen auseinandergesetzt wird, wirklich diskutiert wird und sachlich geblieben wird und nach einer Lösung gesucht wird und nicht einfach pauschal gesagt wird, wir nehmen die nicht auf oder das ist nicht unser Problem, uns geht es selber dreckig. Und vielleicht ist das Problem, uns geht es selber dreckig, das, was in den letzten 25 Jahren auch nicht angegangen wurde, und das schürt natürlich dann auch diese Ängste, von denen ich vorhin sprach, wofür dann der Blick für andere ja, nicht mehr da ist. Und das ist das Problem. Ja, also so als Außenbeobachter ist ja immer so ein bisschen schwierig, als Bayern so auf Sachsen zu schauen. Ich war jetzt letzte Woche auch schon mal hier und ein bisschen kenne ich mich aus. Große Ähnlichkeiten mit der Regierung. Ja, ganz, die gibt's aber auch zum Teil nicht. Ich frage mich halt, ich glaube, der Pfarrer von Meißen, der in der ZDF-Reportage hat es ja mal gesagt, also die Leute, auch bei allen sozialen Verwerfungen, die es gibt, die haben es in der DDR ja nicht besser gehabt im Wesentlichen. Also daraus zu schließen, das ist mal kurz gesprungen, ja, aber daraus zu schließen, dass das ein Grund ist, warum jetzt ein besonderes Maß an Pöbelei, Fremdenfeindlichkeit und artikulierten Hass entstehen kann, das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Also da muss es auch was tiefer liegendes geben, eine Form von Benachteiligkeitsgefühl, und das ist auch geschürt worden und manchmal auch von Linken geschürt worden in der Vergangenheit. Das ist vielleicht mal hier ein kleiner Kontrapunkt. Wenn ich jetzt nach Bayern schaue, gibt es diese Stimmungen schon auch. Sogar auch sehr stark von der Politik. Ich meine, wenn man Söder hört, der dann am Tag nach dem Terroranschlag in Paris versucht hat, ich habe das übrigens vorhergesagt in einem Artikel, ich wusste, der macht das, dann habe ich ganz schnell was geschrieben, gesagt, der macht das in den nächsten 2 bis 3 Stunden, wird er das sagen, habe ich dann in Huffington Post, die haben das veröffentlicht, dann hat er das gesagt. Also er hat dann gesagt, Flüchtlinge und Terror, das gehört zusammen, weil das ist vorhersehbar gewesen. Nur die bayerische Bevölkerung, da gibt es welche, es findet nicht so statt. Ja? Also die Leute gehen nicht auf die Straße, oder wenn Pegida in München rumläuft, dann kommen halt 200 Pegida und 20.000 Münchner gehen dagegen. Und das ist die Frage, warum das in Dresden zum Beispiel so ist. In Leipzig ist ja toll, da habt ihr es ja geschafft, also diese Gegenbewegung zu organisieren, die jeden Montag sagen, wenigstens sind wir genauso viel. Und am Ende haben die anderen vielleicht mehr keinen Bock, während in Dresden und Meißen so das Gefühl ist, was ich mitgekriegt habe, das ist eigentlich schon die Mehrheitsgesellschaft. So ist das Gefühl, so ist es hoffentlich nicht. Aber die trauen sich was auf der Straße. Und warum sind die da und können das machen? Und wie geht man dagegen vor? Ich glaube, nicht nur mit Sozialpolitik. Also das alleine wird es nicht ändern, glaube ich. Gut, aber da würde ich doch, wir sind jetzt schon wieder sozusagen in dem negativen Spin, und da würde ich doch gerne nochmal meinen Harald Welzer reinbringen. Und er ist ja nicht der Einzige, sondern es gibt eine ganze Reihe von Intellektuellen, auch Politikern, Soziologen, die im Grunde sagen, Leute, ihr müsst mal sehen, was hier wahnsinnig Positives passiert ist, was diese Gesellschaft macht. Natürlich gibt es irgendwie Tausende, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen ist falsch gesagt, die rechts irgendwie unterwegs sind auf der Straße, aber es gibt Hunderttausende, keine Ahnung wie viel, vielleicht auch mehr, die jetzt den Arsch hochgekriegt haben, die jetzt angefangen haben, sich zu engagieren, die hingehen, die was machen, die was verändern. Und die Frage jetzt auch ist, was macht man mit denen jetzt? Irgendwie sollen die jetzt auch wieder nach Hause gehen einfach? Oder gibt es im Grunde außer diesem etwas tun, gibt es jetzt auch einen Verständigungsprozess darüber, dass man damit etwas anfangen kann, um das nachhaltig, sagen wir mal, in diese Frage, die ich gestellt habe, welche Gesellschaft werden wir in diese Richtung auch kommunikativ, gesellschaftlich zu schieben? In München gibt es diese Erfahrung der vielen Tausenden, die dann hilfsbereit waren, auf der Straße waren, wo München auf der New York Times auf Titelseite 1 war, wo Herbert Grönemeyer jetzt vor kurzem kam und mit dem Bürgermeister Gitarre gespielt hat und sich die Stadtspitze dann bis auf die CSU, die hat sich da dann doch rausgehalten aus der, leider muss ich sagen, aus der Diskussion, also stolz gezeigt hat. Und ich finde Stolz auch einen richtigen Begriff, weil wenn man was geleistet hat, kann man auch stolz darauf sein. Wenn man geholfen hat, kann man stolz darauf sein. Individuelles Erlebnis. Und das haben viele gerade in Bayern. Warum haben sie es in Bayern? Weil in der Grenzregion, auch wo ich zum Beispiel auch zur Schule gegangen bin, Niederbayern zum Beispiel, da kommen die meisten an. Und dort wird akut momentan am meisten in Deutschland geholfen. Und sie haben es bewältigt. Warum haben sie es bewältigt? Weil dann doch, und das ist vielleicht ein Unterschied zu Berlin, die Verwaltung in Bayern ein bisschen besser funktioniert und die Polizei ein bisschen besser funktioniert und die Politik zwar oben geschimpft hat, aber unten geholfen hat. Also sie haben schon auch die Schleusen der Hilfe geöffnet. Ja. Und das ist, finde ich, eine positive Erzählung. Und wenn man nach vorne schaut, so ist jetzt die AfD auch bald bei 30%. Ich würde sagen, das ist eine völlig offene Kiste. Ja. Also wenn die Progressiven in der Gesellschaft das schaffen, nicht hier so verdruckst rumzulaufen und zu sagen, jetzt haben wir auch Angst, dass es wird wie Le Pen, dann wird das so wie Le Pen. Aber wenn wir
eine positive Erzählung draus machen und sagen, das ist aber ein Gegenbild und wir wollen Begegnungen organisieren, dass Menschen, die Angst haben, mal denen begegnen, vor denen sie Angst haben. Das wäre zum Beispiel mal ein gutes Beispiel, dann werden die keine Angst mehr haben. Ja, also das, daran muss man, glaube ich, arbeiten. In der Wirtschaft kann man daran arbeiten, dass man den Unternehmen zeigt, dass es positive Beispiele gibt. Es gibt einen syrischen Unternehmerverband in Berlin, der gegründet wird. Die Leute, die kommen, haben so viel Bock, was zu tun. Die Kinder sind 30% Kinder, übrigens nicht 70% Männer, wie immer gesagt wird. Also diese Erzählungen nach vorne zu stellen und dann den anderen Ländern zu zeigen, also ihr habt Angst gehabt, habt euch abgeschottet und wir haben es halt hingekriegt. Und es hat uns was gebracht, ja, und zwar gemeinsam als Gesellschaft. Das könnte die Erzählung sein, wobei der Deutsche braucht am Ende immer die Ordnung. Also da, und das braucht auch der grüne Wähler und auch der linke, der will, dass das irgendwie geordnet ist. Ja. Der will wissen, wer kommt da, was machen die, wo gehen die hin. Das will er nicht nur Syrer wissen, das will er von jedem wissen. Und das braucht der. Und deswegen, da verstehe ich dann die Konservativen schon, dass die, das ist eine Situation, da stellt sich eine Kanzlerin hin und sagt, ich weiß jetzt nicht so genau, wie viele kommen und so. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das dauert. Dass das die Leute verunsichert, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber sie konnte gar nichts anderes sagen, weil wenn sie gesagt hätte, es kommen nur 1 Million und dann kommen 1,5 oder 2, dann hätte sie zurücktreten müssen. Und das weiß sie, glaube ich. Und deswegen hat sie es nicht gesagt. Na, ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, allein die Menge der Leute ist ja eigentlich Einwanderung. Das ist ein Einwanderungsprozess. So. Und natürlich muss man einen Einwanderungsprozess steuern, weil wenn man ihn nicht steuert, wird er darwinistisch organisiert. Dann kommen die, die sich die Überfahrt leisten können, dann kommen die, die sich durch Ungarn kämpfen können. So, das kann ja nicht unser Ernst sein. Also wenn man, selbst wenn man diese Menge an Zustrom erhalten will, muss man sich doch Gedanken machen, wenn man ihn organisiert. Also es ist ja kein Plan, dass der ankommt, der durch den Balkan laufen kann. Das gibt doch keinen Sinn. So, und ich glaube schon, dass die Gesellschaft auch darüber nachdenken muss und auch darüber nachdenken wird. Und natürlich werden wir auch eine Debatte irgendwann haben über Obergrenzen. Das ist doch klar. Also ich meine, der Zentralrat der Juden hat es jetzt gesagt, der Zentralrat der Muslime. Und natürlich ist eine Aufnahmefähigkeit von der Gesellschaft mindestens temporär irgendwann erreicht. Also alles andere wäre doch, macht man sich doch was vor. Und die Frage ist, wie zivilisiert man dann diese Debatte führt? Und da vielleicht zu deiner übergelagerten Ausgangsthese, führt man die in der Politisierung, dass verschiedene Leute um Rezepte ringen? Oder gibt es maßgebliche Akteure, die einfach nur irgendwie ein großes Nein haben im Raum? So, und die hatte man natürlich auch schon vor Pegida. Ein Teil der Linkspartei, der vielleicht von Sarah Wagenknecht und anderen repräsentiert wird, hat immer nur Nein gesagt. Das ist alles, die Amerikaner sind schuld, der Kapitalismus und den Ossis ist so viel genommen worden, so. Ein anderer Teil hat mitgearbeitet. Vielleicht entsteht jetzt auch rechts ein Teil, der nur Nein sagt und irgendwie sagt, ah, die Islamisierung und auch Amerika und wen man da alles noch aus der Kiste ziehen kann. So, und dann hat man halt einen Teil der Gesellschaft, der nichts Substanzielles zur Debatte beiträgt. Und die Frage ist dann, wie groß der wird. Also in Frankreich hat dieser Teil am Wochenende 42% bei Regionalwahlen bekommen. Davon sind wir entfernt, aber das finde ich, das wäre interessant, ob es eine Politisierung in der Mitte geben kann, wo man um Lösungen streitet, oder ob man irgendwann große Blöcke hat, die sich mit Verschwörungstheorien und irgendwie Gewaltfantasien bewerfen. So, ich würde gerne den Saal mit einbinden. Was für eine Gesellschaft werden wir? Das ist die Grundfrage. Und wenn jemand dazu sagen, seine Gedanken äußern möchte, hier ist ein Mikrofon. Kann er das jetzt schon machen? Leipzig Sachen macht, was hier vom Podium gelobt wurde, glaube ich, die Situation ist schon lange da, also so ein Auseinanderdriften und tatsächlich auch eine, also Politisierung, weiß ich nicht, ob man es so nennen will oder nicht, aber auf jeden Fall eine Radikalisierung und ein Abbruch von Gesprächsfäden und Diskursen. Also es gibt an der Universität Leipzig eine gewisse Politisierung, weil Leute auf einmal tatsächlich Studis, ne, nicht Leute, die in der Subkultur unterwegs sind, anfangen Bullketten zu durchfließen, anfangen irgendwie Menschenketten zu machen und die setzen sich mit staatlicher Gewalt auseinander und machen tatsächlich auch zum ersten Mal die Erfahrung, wie staatliche Gewalt funktioniert und dass es halt nicht fair läuft und so. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen die Alteingestammten, die sich auch wegen Zuwanderungsprozessen in einer Stadt wie Leipzig völlig
in einer Anomie befinden und einfach riesige Verlustängste haben und die jeden Diskurs abgebrochen haben mit sämtlichen Institutionen, die vorher irgendwie gesellschaftliche Integrierung organisiert haben. Bayern hat den Riesenvorteil, dass es da die starke Integration durch eine Kirche gibt. Das gibt es im Osten einfach nicht. Punkt. Das Vertrauen auf Parteien gibt es sowieso nicht. Dieser Volksparteicharakter, den irgendwie eine Weile eine Partei wie die CDU ausgewirkt hat, der geht halt flöten und das, was bleibt, ist nur noch Lügenpresse, Volksverräter und tatsächlich immer öfter auch nackte Gewalt. Also ich würde sagen, zumindest im Osten, und das ist das Phänomen, was wir behandeln, auch wenn wir von Pegida reden, nicht nur die 1000 Leute auf der Straße, sondern tatsächlich der Abbruch von politischer Kultur und der Abbruch von Gesprächen. Ich weiß, dass es im Westen völlig anders läuft. Ich weiß, dass die Mobilisierung und die Kräfteverhältnisse da völlig anders laufen. Aber das Szenario, was Sie skizziert haben, würde ich sagen, ist schon da und man lügt sich in die Tasche, wenn man sagt, das ist ein Szenario, das erst kommen könnte. Und ich würde sehr gerne dazu irgendwie die Diskussion weiterhören und sozusagen auch hören, wie man damit umgeht, dass ein Teil wie Ostdeutschland sich tatsächlich zu Teilen aus Grundregeln politischer Meinungsbildung bereits verabschiedet hat, faktisch. Also ganze Stadtteile meine ich, ganze Milieus, ganze politische Kulturen, das, was Marco Böhmer als der Stammtisch, der Mob bezeichnet hat. Ja, also wenn ich jetzt auf die Bühne schaue, würde ich erstmal sagen, die Gesellschaft wird weiß, männlich gebildet. So als erste Anmerkung, sorry, ich finde, so ein Podium geht nicht für so eine Debatte. Können Sie jetzt sonst was erzählen und sagen? Nichts gegen Sie persönlich, Sie haben alle vier sehr gute Beiträge gemacht, aber ich finde, das geht echt nicht. Also Sie brauchen irgendwie aus der sozialen Bewegung, Sie brauchen junge Leute, Sie brauchen Frauen, Sie brauchen Leute, die nicht weiß sind, Sie brauchen Leute, die nicht so eine krasse Bildungshintergrund haben. Also junge Leute haben wir. Eine Person ist super, zufällig, hat leider die einzige Frau ersetzt. So viel dazu. Zu dem Prozess der Politisierung. Also ich würde auch sagen, politischer Prozess ist ein Prozess, wo man anfängt, über Werte zu streiten und zu diskutieren. Und ich weiß nicht, ob alle Leute, die gerade in Flüchtlingsunterkünften helfen, ob die da noch politisiert werden. Ich habe die Hoffnung, ja. Und ich finde schon mal super, wenn die sich solidarisieren und irgendwie einsehen, dass sie eine privilegierte Situation haben und helfen müssen oder unterstützen können oder was lernen dürfen. Aber ich weiß nicht, ob es zu einer Politisierung führt. So, das würde ich nochmal in Frage stellen. Ja, und ich würde auch sagen, Sachsen sieht da irgendwie gerade eher schlechter aus. Und das letzte Wort, was die Janicek zuletzt gesagt hat, ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass, ich weiß nicht, ob Sie richtig verstanden haben, aber ich glaube, Sie haben gerade gesagt, naja, die Linke hat ja auch die ganze Zeit im Bundestag nur lokale Politik gemacht, da wird halt jetzt rechts eine ähnliche Partei kommen. Ich weiß nicht, ob Sie dann die AfD oder die NPD gedacht haben. Ich finde diese Parallele ein bisschen gefährlich. So. Also ich würde sagen, da spielen Sie irgendwie dem, was wir gerade rechten Mob nennen, in die Hände. Auch vielleicht habe ich Sie auch völlig falsch verstanden. Soll ich was sagen, oder? Ja, bitte, klar. Ja, vielleicht auch, um das Ganze mal ein bisschen stimmungsvoller zu gestalten. Ich glaube schon, dass es da eine Parallele gibt. Also wenn Sie sich zum Beispiel angucken, die Position von Oskar Lafontaine in der Euro-Frage, was er jetzt zu Flüchtlingen gesagt hat, was er zum Terror gesagt hat, was Frau Wagenknecht sagt zu Syrien, das ist AfD. Das ist völlig anknüpfungsfähig. Das ist... Wenn Sie das durchdeklinieren, brauchen wir wieder nationale Grenzen, wir brauchen eine nationale Währung, wir brauchen eine Regierung, die tiefer eingreift in Gesellschaft und Wirtschaft und. Ja, das, ich glaube, dem muss man sich stellen. Und das Interessante ist doch, als ich in Leipzig studiert habe in den 90er Jahren, galt die politische Kultur hier immer als besonders schön. Da war nämlich im Rathaus eine Kultur, wo alle miteinander um Lösungen gerungen haben. Die PDS war damals ein bisschen draußen, aber alle anderen kannten sich auch von irgendwelchen runden Tischen und so, waren alle miteinander befreundet. Und haben nächtelang kleinste Sachfragen, welche Schule wird jetzt wie geschlossen, dass wir keine zu langen Schulwege und alle, die aus dem Westen kamen, und da war immer CDU gegen SPD, so, damit das auch schön am nächsten Tag in der Lokalzeitung stand. Und in Leipzig war ein Riesenmiteinander damals. Und wenn man sich jetzt guckt, ich weiß nicht, ob der Befund so krass ist, wie Sie ihn hier geschildert haben, aber da Sie ja von hier kommen, nehme ich das mal an, müsste man doch überlegen, was ist auf diesem Weg passiert? Wo ist diese politische Kultur verloren gegangen? Und ich persönlich... Die Hälfte meiner Familie ist ja aus dem Osten. Ich glaube mittlerweile daran, dass es im Osten eine Opfererzählung gibt. Ja, man erzählt sich 25 Jahre Sozialabbau, haben wir ja gerade gehört, immer zu kurz gekommen, falsch versprochen und so weiter. Und auf diese Opfererzählung ist nicht das Gleiche, was von rechts erzählt wird, aber rechts kann darauf aufsetzen. Und das würde ich bedenken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, um das zu illustrieren.
in den Südstaaten in Amerika gibt es auch diese Erzählung, der Süden ist immer betrogen worden, die Yankees und so weiter und so weiter. Und die Leute, die das erzählen, sind nicht alles Nazis. Aber auch da können auf diese Opfererzählung des benachteiligsten Südens der USA, kann man ein Narrativ setzen, das dann sehr weit nach rechts geht. Und ich finde, würde ich in Leipzig leben, würde ich mir darüber Gedanken machen. Und würde ich in Sachsen Politik machen, gerade als Linkspartei auch. Also zum Stichwort runden Tisch, sicherlich hat die PDS nach der Wende viele Schwierigkeiten gehabt und hat sich auch neu gegründet zu dem Zeitpunkt und das auch zu Recht. Trotzdem sind viele Leute, die damals am runden Tisch saßen, auch heute Mitglied der Linken oder Mitglied der Linken geworden. Und zu dem Thema DDR, dass es da auch nicht vieles gut war oder auch vieles schlimmer war, mag schon sein und sage ich auch, aber trotzdem wurden nach der Wende sehr, sehr viele Hoffnungen, die geschürt wurden oder Erwartungen, die geweckt wurden, schlicht und einfach ganz krass enttäuscht, fängt bei Demokratie an, hört bei Arbeitsplatzverlust und sonst was auf und wenn man dann weiter darüber redet, wie es jetzt der Herr aus dem Publikum am Anfang gesagt hat, dass doch hier in Leipzig auch eine Politisierung in der Studierendenschaft stattfindet und man auch, wie Sie gesagt haben, im Vergleich zu Dresden hier noch relativ mit großen Menschenmassen, hier waren auch am Anfang 30.000 Leute auf der Straße gegen den ersten Legida-Aufmarsch. Das hat damit zu tun, dass hier auch die Stadtspitze mit oder die gesamte Gesellschaft, Kirchen, Unis, Schulen wurden haben da, also die Uni hat keine Vorlesung mehr gemacht und so weiter und die ganze Stadt war auf den Beinen und hat dort gegen Legida demonstriert und auch gekämpft. Das ist in Dresden anders gewesen, ja, also in Dresden gibt es eben nichts außer Lichterketten oder ein Herbert-Grönemeyer-Konzert, aber nicht mal am Tag, wo Pegida marschiert, sondern drei Tage später, um nochmal ein Zeichen zu setzen. Das war auch beim oder ist auch heute noch beim 13. Februar so, wenn also Nazis dort an der Frauenkirche steht oder am Heidefriedhof mittrauern, dann wird das hingenommen und zur Kenntnis genommen. Das Einzige, was dort die Stadtgesellschaft gemacht hat oder macht, ist eine Lichterkette, ja, und die Leute, die wirklich dagegen protestieren und Nazis blockieren, die werden kriminalisiert in Sachsen und eben nicht zu Wort kommen gelassen. Wir haben eines der schärfsten Versammlungsgesetze in Deutschland, in Sachsen, wo der Demoanmelder, die Demoanmelderin persönlich dafür haftbar gemacht wird, was irgendwelche Leute auf der Demo machen, rechtlich und auch finanziell. Und auch das ist ein Problem. Und also wie gesagt, das Auftreten der regierenden Politik hier hat befördert, dass Pegida so entstehen konnte, wie es entsteht. Also der Innenminister redet zuerst oder überhaupt mit Pegida-Vertretern oder trifft sich mit Pegida-Vertretern vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ja, und die Leute, die dagegen demonstrieren oder eben die Flüchtlingshelfer sind oder mit den Flüchtlingen selber, mit denen redet er nicht oder später oder kaum, zumindest nicht öffentlich wahrnehmbar. Und das sind halt auch so Probleme, die natürlich Bilder erzeugen bei Menschen und eben dann den Pegida-Leuten auch zuspielen. Dann noch was zu dem Satz mit der Ordnung. Sie sagten, dass jeder Deutsche und auch jeder Linke doch ein geordnetes Verfahren weil auch bei Asylfragen haben möchte. Also ich weiß nicht, ich als Linker will vor allem, dass den Menschen zuerst geholfen wird, egal wie. Und auch, dass es eine Obergrenze geben wird irgendwann, weiß ich nicht. Also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, dass wir ein Asylrecht haben, also ein Recht zum Überleben, weil die Leute fliehen ja vor ganz konkreten Gefahren in ihrer Existenz. Und da gibt es für mich keine Diskussion über Obergrenzen oder Sanktionen, sondern da geht es schlicht einfach darum, dass den Menschen so gut wie möglich geholfen wird und da sollten wir dann die Leute stärken, die das auch ermöglichen wollen. Aber ehrlich gesagt, 8 Millionen Leute sind in Syrien auf der Flucht, 2,5 Millionen hängen in der Türkei, 400.000 sind jetzt hier, im nächsten Jahr kommen vielleicht 400.000 mehr. Wenn ihnen das Verfahren, wie ausgewählt wird, wer hier hinkommt, egal ist, weil sie sagen, ich liebe doch alle Menschen, dann ist das in der letzten Konsequenz inhuman, weil wenn sie das Verfahren nicht organisieren, wird das Verfahren entweder von Herrn Erdogan organisiert oder von einer Schlepperbande oder eben davon, wer sich an diesem grauenvollen Budapester von Orban abgesperrten Bahnhof, wem die Ellenbogen ins Gesicht rammt. Aber wenn sie sich für dieses Verfahren nicht interessieren, ist es ein inhumanes Statement. Aber es gibt doch bisher ein inhumanes Verfahren. Deutschland hat die letzten Jahre so gut wie kaum Flüchtlinge aufnehmen können, weil Dublin III gegolten haben. Die ganzen Länder, die Flüchtlinge aufgenommen haben, Griechenland, Ungarn, Spanien, auch die ganzen südlichen Länder, die die Außengrenzen haben, die haben die Probleme gehabt. Deutschland hat sich immer schön ausgeredet und wenn hier Flüchtlinge weitergereist sind, haben sie zurückgeschickt. Das ist doch kein Verfahren, über das man reden kann, über das man debattieren kann. Es gab einfach kein humanes Verfahren bisher. Deswegen kann ich jetzt auch sagen, dass die erste Regel ist, den Leuten, die hier ankommen, sofort zu helfen. Und natürlich muss man im zweiten Moment auch über ein geregeltes Verfahren reden. Und natürlich reden wir auch über
Ich habe aber nicht von Obergrenzen gesprochen, sondern ich habe darum gesprochen, wie man die Menschen integrieren kann, wie man sie hier aufnehmen kann. Denn selbst auch, mir ist auch klar, dass es selbst wenn es eine linke Regierung gibt und wir auch als Linke sagen, man muss zuerst die Fluchtursachen bekämpfen und die Flüchtlinge, selbst mit einer linken Regierung, und sei es eine europäische linke Regierung, wird man nicht von heute auf morgen Fluchtursachen bekämpfen können. Terror und Krieg und auch der Klimawandel in Zukunft werden ja nicht weniger werden oder werden mehr Flüchtlinge erzeugen. Das ist mir als Linke vollkommen bewusst. Und gerade deswegen muss man doch darüber diskutieren, wie man diese Menschen hier vernünftig aufnehmen kann. Und das ist die Frage der Zeit. Will noch, Sie kommen gleich dran, Herr Janczak. Ich will noch mal grundsätzlich etwas sagen zu der Realität, in der wir leben. Wir haben eine Volkspartei in Deutschland, das ist die CDU, die hat 40%. Wenn sie kleiner wird, heißt das, dass der rechte Rand wächst. Also im Grunde auch kein gutes Zeichen. Und um jetzt Deutschland herum gibt es jede Menge anderer Länder, die andere eigene Interessen haben, die teilweise man im Westen sehr schlecht versteht, weil man sich wenig Mühe gemacht hat, das aus dieser Sicht zu sehen. Aber wenn man es macht, dann sieht man, dass das extrem heterogen alles ist. Und die Frage jetzt im Grunde ist, jenseits von einer, sagen, von einem moralischen Hügel aus, wie es ethisch laufen sollte, was kann man real machen, damit man aus dieser komplizierten Situation, sagen, produktiv etwas hinkriegt, und zwar vermutlich eben in dieser linken Mitte der Gesellschaft, wie immer Sie das nennen wollen, und nicht sagen, sich darauf fixiert, dass wir Ränder haben, wo alles uns wegbricht. Also zum einen, das sage ich jetzt mal, als Grüner darf man nicht Tabus aufbauen. Es ist auch völlig okay, darüber zu reden, dass Leute Angst haben, dass zu viele Menschen kommen könnten. Und wenn wir davon ausgehen würden, dass es jetzt 5 Millionen würden bis 2017, dann wäre das eine völlig andere politische Diskussion, als wenn es vielleicht am Ende 2 gewesen sind. Das wissen wir heute nicht, und deswegen führt die Diskussion in der Politik auch gerade in Richtung europäische Außengrenzen sichern, in der Türkei investieren, damit die meisten, die auch gerne da bleiben wollen, weil ich meine, wenn jemand flieht, dann möchte er nicht unbedingt 2000 Kilometer weg, sondern vielleicht mit der Hoffnung in der Perspektive an der Grenze zu Syrien, dann doch auf den Frieden zu hoffen. Das, so geht es ja auch vielen. Aber wenn die in der Türkei keine Perspektive haben, dann ist es doch auch verständlich, dass man weiterzieht. Ja? Also auch diese Themen darf man ja nicht negieren, dass man darüber auch redet. Und das wird ja auch gerade getan. Das Problematische ist, dass wir als Politiker, und das finde ich, muss auch die Opposition sagen können, wir haben momentan keine Kontrolle über die Gesamtsituation. Wir wissen weder, ob es Frieden geben wird in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Pakistan perspektivisch. Momentan schaut es nicht sehr gut aus dafür. Wir könnten sagen, bei 500 Millionen Einwohnern in der Europäischen Union wären jetzt 5 Millionen Flüchtlinge verteilt auf die gesamte Europäische Union jetzt wirklich nicht das Problem. Wenn ich mit 100 Leuten in der Kneipe sitze und es kommt einer rein, dann ist die Kneipe nicht voll. Ja, das ist Quatsch. Das ist auch bei 80-2 nicht so. Dann gibt es halt 2 Bier mehr. Aber empfunden wird es halt doch anders. Und momentan sieht es aber nicht so aus, dass bei 5 Millionen die anderen 27 europäischen Nachbarländer, abgesehen von Schweden, Österreich, und Schweden hat gerade in einem dramatischen, ja, im Prinzip Appell, wo die Grünen, die Ministerin hat geweint öffentlich, die SPD oder die dortige Sozialdemokratie, die haben Obergrenze gerade beschlossen. Das haben die gemacht. Die haben gesagt, wir können nicht mehr, weil wir im Verhältnis zu unserem Land fast doppelt so viel aufnehmen wie Deutschland. Und ich meine, kann ich denen jetzt vorwerfen, das sind Rechte? Das sind keine Rechten, sondern die haben das aus einer Motivation heraus gemacht und auch aus einer Überforderung. Können wir das rein verwaltungstechnisch alles hinkriegen? Absolut. Das ist ärgerlich. Ich bin selber involviert in Berlin in Fälle, und das ist sehr, sehr ärgerlich, was dort passiert, dass es so langsam geht, dass Leute 8 Stunden anstehen, dann kriegen sie einen Stempel, nächste Woche wieder 8 Stunden. Aber auch da, ehrliche Debatte, also wir haben lange auch diskutiert über die Frage der Balkanflüchtlinge. Ja, und es gab sehr, sehr viel Kritik auch in grünen Kreisen zu sagen, man muss jetzt hier schneller abschieben. Ja. Jetzt frage ich aber, in der Lagesow-Schlange stehen Syrer, da stehen Pakistani, da stehen auch Balkanflüchtlinge, und alle haben Recht, dort zu stehen, aber es hat Auswirkungen, wer dort steht. Ja. Und bin ich jetzt deswegen rechts, weil ich das mal sage, was mir dann Leute, die in der Schlange stehen, erzählen? Also man muss das schon zur Kenntnis nehmen, dass die Konsequenz dann auch war, zu sagen, wir können zumindest jetzt für die Menschen, die vom Westbalkan kommen, die zu 99%, die keinen Bleibestatus kriegen, denen nicht wie bisher, wie es teilweise gemacht worden ist, einen langen Aufenthalt mindestens geduldet geben. Davon haben wir Abschied genommen, auch als Grüne, auch als, ja, sogar als Linke, wenn man dann nach Thüringen schaut. Also das ist,
Das ist auch Fakt und das gehört auch zur Ehrlichkeit der Debatte, weil wenn man über all diese Themen nicht redet und so tut, es wird nur alles gut, ja, ich glaube, dann laufen uns die Leute weg, ja, weil das glauben die auch nicht. Es wird nicht alles gut. Es kann auch gar nicht nur alles gut werden. Es wird auch negative Entwicklungen geben. Aber das hängt nicht mit dem Einzelnen zusammen oder mit einer Volksgruppe, sondern schlichtweg mit der Tatsache, dass das normal ist, dass wenn 1 Million Menschen kommen, dass es auch Anpassungsprobleme geben wird von beiden Seiten. Das werden wir auch sehen, dass es das geben wird. Ich persönlich bin zwar sehr optimistisch, aber wir müssen auch darüber reden können und sprechfähig sein. Aber wir müssen auch Angst, Entschuldigung, dann sage ich es noch kurz in einen Satz, wir müssen auch aufhören, Ängste damit zu schüren. Also wir werden nicht in den nächsten 5 Jahren 5 oder 10 oder 50 Millionen Menschen hier mehr in Deutschland haben. Und wenn, dann sollte die Debatte ja auch um ganz Europa gehen. Das war das Beispiel mit der Kneipe. Als vor 15 Jahren oder so die europäische Freizügigkeit beschlossen wurde, also dass Menschen innerhalb der EU reisen können, arbeiten können, wo sie wollen, da wurde auch wurden Ängste geschürt, dass auf einmal hier 20 Millionen polnische Mitbürger nach Deutschland ziehen und hier arbeiten. Ist nicht passiert. Keiner verlässt seine Heimat einfach so. Polen haben 7 Jahre gewartet, weil Sachsen unter anderem durchgesetzt hat, dass sie eben nicht nach Sachsen arbeiten durften. Und deshalb gab es die ganzen polnischen Klempner in London und Paris und nicht in Leipzig. Aber heute 7 Jahre haben die Polen gewartet, bis sie trotz EU-Mitgliedschaft in Sachsen arbeiten durften. Ja, schön genug. Nur zur Erinnerung, dass das einfach dass mal so ginge. Schön genug, dass da die Freizügigkeit aufgehoben wurde aufgrund irgendwelcher Aussagen und Ängste, die da geschürt wurden. Und heute kommen eben nicht einfach mal so irgendwelche Leute und verlassen ihre Heimat, nur weil es scheinbar in diesem Land hier besser ist. Also das passiert einfach nicht. Leute verlassen ihre Heimat, weil sie ihre Existenz bedroht sehen. Und das ist doch, worüber wir reden müssen. Und wir debattieren als Linke gerade auch ein linkes Einwanderungsgesetz, wo wir uns auch gewisse Kriterien vorstellen, natürlich, aber da bleiben am Ende auch plus 2, 3 Kriterien übrig. Nämlich eins ist, dass wir Menschen aufnehmen wollen, die Asyl suchen, Menschen aufnehmen wollen, die sich zu unserem Grundgesetz, also unabhängig von der Asylfrage, sondern dass hier auch Leute einfach einwandern können, die das Grundgesetz anerkennen wollen und können und die bereit sind, die Amtssprache zu sprechen. Das sind die einzigen Kriterien laut unseren Vorstellungen, die wir gerade noch debattieren, die wir uns vorstellen können, was ein Einwanderungsgesetz ist. Ein Einwanderungsgesetz von Konservativen oder auch von Grünen sieht ja verschiedene Wirtschaftsfragen vor, also nur die guten Einwanderer oder die Qualifizierten. Das ist für uns kein Kriterium und das darf auch keines sein für alle Länder. So, welche Gesellschaft werden wir? Wir haben hier einen Beitrag. Da würde ich gleich mit einhaken. Also ich finde erstmal so, zwischen Fluchtgründen zu unterscheiden, finde ich total den Rotz. Also so irgendwie Leuten, die auf dem Westbalkan kommen, also weil Sie haben zum Beispiel gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, wie Ihr Name ist auf den Grünen, dass es, Janicek, guten Tag Janicek, dass es völlig berechtigt ist bei irgendwie 99% der Leute, die vom Westbalkan kommen und eh abgelehnt werden, dass man einfach pro forma sagt, die werden abgelehnt. Oder zumindest habe ich das so rausgehört, auf jeden Fall, Sie haben gesagt, 99% werden eh abgelehnt und auf jeden Fall trotzdem ist es, dass sowas beschlossen wird, kann man trotzdem auf die, von vorhin gehen. Sie haben gesagt, es ist in Ordnung, Kompromisse zu schließen im Zuge der Asylrechtsverschärfung, wie ich sie nennen würde. Offiziell hieß das Asylbeschleunigungsgesetz. Rein faktisch beschleunigt davon nichts ein Asylverfahren, sondern es macht einfach nur alles schlimmer. Gleichzeitig werden Westbalkanflüchtlinge pro forma für nicht asylberechtigt befunden. Sichere Herkunftsstaaten für vor allem Sinti und Roma, die kommen, die irgendwie härtester Diskriminierung in den dortigen Gesellschaften ausgesetzt sind. Gleichzeitig würde ich auch damit nochmal stark halten, jeglicher Fluchtgrund kann man erstmal schlecht in Frage stellen, und zum Beispiel auch eine Trennung in irgendwie Wirtschaftsflüchtlinge und politische Bürgerkriegsflüchtlinge ist, wenn Wirtschaft durchaus als Teil des globalen Nordens, und zwar sehr wirtschaftsstarker Teil des globalen Nordens, auch ein gutes oder eine gute Mitschuld daran trägt, dass irgendwo anderen zum Beispiel auch in Subsahara ihre Existenz genommen wird. Der nächste Punkt ist, dass irgendwie sie große Überforderungen gibt. Es war abzusehen, dass dort deutlich mehr Flüchtlinge kommen werden. Man hätte sich darauf vorbereiten können, eine schwarze Null in diesen Zeiten zu halten. Von Wolfgang Schäuble ist der letzte Mist. Länder verschulden sich tagtäglich, um ihren Haushalt zu bestreiten und sich gerade jetzt zu verschulden, ist als Staat sogar relativ sinnvoll, weil man sich einfach für relativ wenig Zinsen verschulden kann und Deutschland sowieso fast keine Zinsen bezahlt. Der nächste Punkt ist, dass irgendwie stattdessen Gelder ausgegeben werden, um europäische Nachbarschaftsprogramme zu fahren.
Das sind Programme, die im Mittelmeerraum ablaufen, um zum Beispiel jetzt auch mit Staaten wie dem Sudan, der für den Darfur-Konflikt verantwortlich ist, mit Somalia, mit Eritrea, wo einfach unglaublich viele Menschen von flüchten, auch zum Beispiel in Deutschland 24% angenommen werden sogar, mit Ländern wie Marokko, Senegal, wo das schon seit Jahren und fast Jahrzehnten gang und gäbe ist, dort Polizeikräfte zu bezahlen, also quasi Innenpolitik zu bestimmen, damit sie Leute, die dann so aussehen, als würden sie nach Europa flüchten wollen, weit entfernt von europäischen Außengrenzen abzuhalten und in irgendwelche Lager zu stecken, bloß damit, wenn die Flüchtlingszahlen runtergehen, die wieder von den dortigen Polizeikräften an die Grenze gefahren werden, weil ja ansonsten die Existenzgrundlage der Polizeieinheiten verfällt, irgendwie sowas heranzutreiben, sich mit solchen zu einem Erdogan hinzufahren, ihm 3 Milliarden Euro zu versprechen, gleichzeitig hier um jede Million kämpfen zu müssen, die irgendwie in Integration oder was weiß ich was gesteckt wird, und ihm 3 Milliarden zu versprechen irgendwie, damit er Flüchtlinge dort behält, damit es besser dort wird, rein rational gesehen wird es doch da nicht besser. Also es kann mir keiner erzählen, dass irgendwie nur, weil jetzt irgendwie 3-4 NGOs mehr kommen und ein paar Sachen mehr verteilt werden, wenn die Leute jetzt nicht irgendwie geregelt zur Arbeit kommen, wird es nicht auf einmal irgendwie Asylgesetzgebung in der Türkei für Syrer geben, etc. pp. Und ich finde es von vorne bis hinten ein mega verlogenes Ding. Eine kleine Beobachtung, die ich mache, mit Ihnen teilen, wird mir wahrscheinlich keine Freunde machen. Es fällt uns offensichtlich wahnsinnig schwer, über uns zu sprechen. Wir können sehr gut über andere sprechen und vor allem auch in Abgrenzung dazu. Aber wir haben richtig Probleme, über uns selber zu sprechen und über das, was wir wollen. Also ich kritisiere das nicht, aber ich merke, dass, wenn jetzt kann man sagen, naja, solange wir den Karren aus dem Dreck ziehen und das Ding voranbringen und am Lageso irgendwie kräftig anpacken, ist das ja alles in Ordnung. Aber es wäre schon schön, wenn wir auch in der Lage wären, sozusagen etwas Positives auch zu formulieren, wie diese Mehrheitsmitte, von der wir jetzt mal annehmen, dass es sie gibt, von den Leuten, die nämlich nicht irgendwie radikal an den Rändern sind, sondern die im Grunde dann bereit sind, den Karren mitzuschieben, wie inwiefern die nicht immer nur hinten irgendwie mitrennen, weil ein paar andere irgendwie sagen, wie es lang zu gehen hat, sondern jetzt in diesem Moment, den ich eben wirklich für einen historischen auch halte, sagen, nee, jetzt halten wir mal einen Moment inne und versuchen produktiv 3, 4, 5 Dinge irgendwie tatsächlich zu benennen, die uns wichtig sind. Ja, Herr Janischek, Sie gucken so, als seien Sie jetzt bereit, ja, darauf einzusteigen. Nee, ja, auch aus einer großen Unsicherheit heraus, die ich hatte in den ersten Wochen, wie reagieren jetzt die Menschen in meinem Umfeld oder in meinem Wahlkreis, und dann dieses August-Erlebnis von München, wo so viele, bis September ging das rein, so viele geholfen haben und eine ganz klare Mehrheitsgesellschaft gesagt hat, nicht nur wir packen jetzt an, sondern wir finden das richtig, wir stehen dazu, wir investieren, wir spenden 1000 Kisten irgendwas und Kleidung und was weiß ich und so fort und zeigen, dass wir eine weltoffene Gesellschaft sind, ja, und das so mitten in Europa, das ist eine tolle Erzählung. Und das ist auch die Mehrheitsgesellschaftserzählung, die sollten wir auch nach vorne stellen. Die lauten Typen, das sind die halt Pegida sind und AfD und vielleicht noch der ein oder andere oder ein Söder und so, und die schaffen es dann halt mal immer wieder den Diskurs zu dominieren. Was mich dann schon geärgert hat, ist, dass diese positive Erzählung dann irgendwann weg war. Ja, die gibt es ja gar nicht mehr. Also klar, die gibt es ja nach wie vor, die Menschen, die da sind, und das sind sehr, sehr viele. Oder es gibt die 48 Ordensschwestern in Bayern, die Seehofer einen Brief geschrieben haben, oder wie viele Bischöfe waren es gemeinsam. Also die Kirchen zum Beispiel, das hat einer hier vorhin zu Recht gesagt, die zeigen, dass die Leute auch sich wirklich ärgern über diesen Gegentrend, der formuliert wird. Ja. Und ich habe immer noch, also ich bin persönlich noch nicht völlig sicher mit der These, dass das nicht kippt am Ende. Ja. Das gestehe ich hier ganz offen ein. Das macht mir manche schlaflose Nacht auch. Aber wenn man nach vorne denkt, also um diese positive Erzählung zu haben, dann muss man noch überlegen, also was mache ich jetzt? All die Schwierigkeiten, die der Herr eben vorhin geschildert hat, die existieren, ja. Würden wir gerne alles gleichzeitig lösen. Frage ist, kriegen wir das hin? Und wenn wir das alles gleichzeitig den Leuten auch noch auf den Rucksack draufgeben, wie reagieren die dann? Und wer sowas nicht mitbedenkt und behauptet, das geht alles gleichzeitig und wir können alles in der reinen Lehre machen und wir müssen nur Recht behalten, ich glaube, der vergisst halt, dass das doch nur schrittweise nach vorne geht und dass wir gerade dort sind, wo wir stolz sein können. Ich sage nochmal das Wort stolz sein, dass wir es gemacht haben. Ich bin darauf stolz, ja. Also ich bin nicht darauf stolz, wie viele Flüchtlingsheime angezündet werden, aber ich bin sehr darauf stolz, wie viele Menschen, wie viele Tausende, und das sind wirklich die großen Massen von Menschen, gesagt haben,
wir haben vielleicht auch ein bisschen Angst, aber wir stehen dazu und wir machen Begegnungen und wir, durch die Begegnung kriegen wir Sicherheit, dass wir was Tolles leisten hier in der Mitte von Europa und dann schauen wir nach links und rechts und sehen in anderen Ländern, ich war mal österreichischer Staatsbürger, hört man mir nicht an, aber ist so. Und immer wenn ich nach Österreich komme zu meiner Familie, was ich mir da anhören muss, so an politischen Diskursen, ja, das ist anders. Und das, da habe ich hatte immer die letzten Jahre auch als Grüner das Gefühl, auch mit der CDU, ja, so mit Merkel, das ist jetzt so ein Land, das ist angekommen. Irgendwie der Zweite Weltkrieg haben wir verarbeitet, wir haben es irgendwie auch einigermaßen aufgearbeitet, im Gegensatz zu den Österreichern, die haben das nämlich nicht so gut gemacht. Ja, da war immer, gibt es ja den Witz dann, wer einmarschiert ist, das war dann immer, waren die anderen sozusagen, der Hitler war ein Deutscher und alles. Also, aber also, und das hat uns ja was gebracht, so ein Liberalitätsgefühl, so eine, auch diese ökologische Bewegung, soziale Bewegungen. Und jetzt irgendwie ganz Europa bricht das irgendwie um uns herum, nicht überall, aber in einigen Ländern. Und wird das uns jetzt auch so gehen? Also ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe nicht. Und ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, und das ist für mich der Grund für den Asylkompromiss, sehr viel Gedanken darüber, wie man diese Mitte der Gesellschaft, die eigentlich sagt, sie will das tun, beisammenhält und nicht sich irgendwie rausstiehlt und sagt, wir gehören jetzt nicht mehr dazu und sind die, die kritisieren von links oder von grün oder von wo. Ich meine, kritisieren muss man, aber man muss dazugehören bei denen, die helfen und die es gut tun wollen. Wenn man sich da aus der Verantwortung rauszieht, dann tut man nichts Gutes. Und das ist meine Überzeugung. Aber das passiert zu wenig. Also ich würde mir zum Beispiel sehr, sehr gerne wünschen, wenn die Stimmung hier mal kippen würde, aber eben in eine andere Richtung, weil momentan ist der Status quo dieselbe Scheiße wie seit Jahrzehnten in Deutschland. Und das ist das Problem. Ich würde mir wünschen... Wir haben aus meiner Sicht keine stabile Gesellschaft gerade. Ich wünsche mir morgen leben. Und ich wünsche mir eine stabile Gesellschaft. Wir haben vorhin gesagt, 1 Million Menschen sind auf der Flucht oder verlassen ihr Land aus materiellen oder existenziellen Gründen. Stückchen war vorher, haben sie gesagt, in Sachsen ist es auch der Fall gewesen. Sie sind auch aus existenziellen Gründen weg. Sie wollten das mit 60.000 oder 50.000 Syrern ersetzen. Nein. Haben sie vorhin gesagt. Ich habe verglichen die Aufregung der Sachsen. Ich bin froh, dass Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das und wir nehmen die Flüchtlinge. Dann hat sie nämlich solchen Leuten wie Ihnen den Wind aus den Segeln genommen. Nicht? Also entweder verstehen wir uns gerade gegenseitig, ja, miss. Die Linke hat sich nicht entblöden können. In der Tat habe ich es gelesen. Strafrei zu stellen, dass sie nicht mehr bestraft werden. Also nochmal. Was Sie vorhaben, ist eine Destabilisierung der Gesellschaft. Und das machen Sie ganz geschickt. Was ich gesagt habe, ist, dass Sachsen in den letzten 25 Jahren über 1 Million Menschen, also Einwohner, verloren haben, die nach Westdeutschland gegangen sind, zum Beispiel. Und wir doch jetzt froh sein können, dass wir wieder Einwanderung und Zuwachs bekommen. Und ich habe verglichen, dass es nicht sein kann, dass sich die Menschen hier aufregen über 60.000 Flüchtlinge im Vergleich zu 1 Million, die weg sind, und sagen, das Boot ist voll. Das macht doch keinen Sinn. Das habe ich kritisiert. Und wenn ich sage, dass die Stimmung kippt, dann will ich damit ausdrücken, dass wir momentan eine Stimmung haben, die für mich unerträglich ist. Mit Sozialabbau, mit Ängsten, die die Menschen berechtigt haben und unberechtigt. Und auch die Asylrechtsverschärfung zum Beispiel, also ganz viele Dinge, die auch vorhin schon genannt worden sind. Auch das Beispiel mit der schwarzen Null, was der eine Mensch gerade aus dem Publikum gesagt hatte. In Sachsen wird sich darüber aufgeregt, dass wir jetzt, also dass der Freistaat gerade 300.000 Euro Rückhalt in den Fonds legt, um Flüchtlinge aufzunehmen. Da gab es eine Riesendiskussion, kann doch nicht sein, es geben wir noch mehr Geld für Flüchtlinge aus. Sachsen hat 8,5 Milliarden Euro auf der hohen Kante liegen, zurückgehalten, dem Haushalt, also der Debatte im Landtag entzogen und sich künstlich arm gerechnet, um verschiedenste soziale Projekte nicht zu finanzieren und zu sagen, wir haben kein Geld, obwohl er es hat. Und jetzt nimmt er halt dafür Geld in die Hand, das ist so richtig und eigentlich auch viel zu wenig. Und dahingehend sage ich mir, es wird Zeit, dass die Stimmung kippt, dass also Menschen aufstehen und für, ja, soziale Gerechtigkeit streiten, für Flüchtlinge streiten, für Menschenwürde streiten. Und auch endlich, ja, Flüchtlinge als was Positives aufgenommen wurden. Ich hatte vorhin das mit den Buslinien erzählt oder auch das mit dem Zuwachs, dass Sachsen also auch wieder wachsen kann. Gerade. Ja, aber wo ist denn das Problem? Flüchtlinge betreuen ja auch uns im Altersheim. Also für mich ist es halt kein Unterschied, ob jemand aus Syrien kommt oder aus Plauen, um hier zu arbeiten und hier zu leben. Für mich sind die einzigen Grundsätze. Wollen Sie den Einwurf des Herrn von dort aus dem Publikum nicht ernst nehmen? Ihr Diskurs, das ist alles kein Problem,
Nein, das kriegen wir alles hin. Man muss nur die Debatte erstmal. Ich wünsche mir, dass die Stimmung kippt. Und ich könnte Ihnen jetzt böserweise andere Zitate aus Ihrer Partei um die Ohren hauen. Das ist doch wirklich, spielen Sie nicht den Leuten in die Hände, die es ganz anders wollen. Weil natürlich ist das, was gerade passiert, problematisch. Das ist schwierig. Sonst würde man doch solche Gespräche gar nicht führen. Und den Eindruck zu erwecken, das ginge alles, das wäre ein Willensakt, wenn man nur mehr in soziale Projekte und so, das spielt doch den Leuten in die Hände, die sagen, ihr habt es nicht mehr im Griff, ihr nehmt es nicht ernst. Deshalb finde ich, was der Zuschauer oder Zuhörer gesagt hat, das ist ein hart formulierter, aber in der Sache zutreffender Beitrag. Aber die Sache ist doch nur deswegen schwierig, weil vielen Leuten ein Ungerechtigkeitsgefühl in den letzten Jahren vermittelt wurde. Ich hatte vor. Nein, die Sache ist nicht nur deshalb schwierig, weil Leute sich ungerecht behandelt fühlen. Die Sache ist objektiv schwierig. Ich hatte vor 2 Monaten ein Gespräch in meinem Büro mit einem älteren Mann, der obdachlos ist. Und es gab hier in Lindenau bis noch vor ein paar Monaten in Betreuung oder eine Unterkunft für diese Menschen, dass sie abends zum Beispiel schlafen können. Das wurde dann geschlossen, vor ein paar Monaten, und wird jetzt wieder aufgemacht, um dort Flüchtlinge teilweise unterzubringen oder auch zu versorgen. Da sagt er sich, für mich war damals kein Geld da, um mich unterzubringen oder um mir zu helfen, aber wenn jetzt die Flüchtlinge kommen, dann ist auf einmal wieder Geld da. Natürlich steht man da erstmal da und sagt sich, ja krass, aber das Grundproblem ist doch, dass da vor einem Jahr dieses Ding geschlossen wurde und ihm nicht geholfen wurde, woraufhin er jetzt natürlich eine Meinung und ein Bild vertritt, dass die Flüchtlinge ihn irgendwas wegnehmen, obwohl das nicht so ist. So, jetzt würde ich ganz gerne mal, weil Sie stehen schon so lange bereit, sollten wir Sie auch mal zu Wort kommen lassen. Danke. Mein Name ist Samar Saf, ich komme aus Syrien. Und da es geht, da welche Gesellschaft wir werden, da wir vielleicht die Syrer hier ein Teil der Gesellschaft sein müssen. Deswegen möchte ich einen kurzen Beitrag dazu leisten. Erstmal, ich bin nicht vorbereitet wie Sie, sozusagen zu dem Gespräch gekommen. Aber ich werde versuchen, einen anderen Blickwinkel auf das Thema so zu werfen. Wir sprechen von, ich habe viele Terminologie wie pragmatisch und schaffen und verfahren und so weiter und so fort. Also nach meiner Erfahrung, man kann keinen Asylantrag im Ausland stellen. Also das heißt, ich kann einen Asylantrag erst, wenn ich hierher komme. Das zum einen. Zum anderen, warum reden wir von Willkommenskultur? Ich wollte anders sagen. Also, für mich ist die Kultur hier Willkommenskultur oder Kriegskultur. Es geht um die Ursachen. Also wir reden von Syrien, wir sind hier die Deutsche, hier warmherzig, wir nehmen die Leute, wir sind, genau. Aber die Frage ist davor, welchen Beitrag haben wir geleistet, dass die Situation nicht mehr stabil ist in Syrien oder in Libyen oder in Irak? Das ist die Frage. Wie viel hat die Waffenindustrie hier in den letzten Jahren verdient? Wenn wir das Geld vielleicht in Frieden einstecken möchte, dann haben wir überhaupt kein Problem mit Flüchtlingen. Also für mich, Deutschland muss keinen Beitrag zu den Syrern leisten, als Syrer. Ich fühle mich übrigens Leipziger, ne, als Syrer mittlerweile, aus Blackwitz. Welchen Beitrag soll Deutschland leisten, positiv in dieser Richtung, damit das ausgleicht, was sie verursacht haben? Wir wussten alle, Syrer, ich habe ein Interview mit MDR 2012, habe ich gesagt, das Thema in Syrien wird später Deutschland beschäftigen. Wir wussten das. Trotzdem hat die Koalition und die Grünen auch dazu beigetragen, dass die Situation dis oder mehr instabil und eskaliert. In Syrien. Sie haben zugestimmt für Patriot, zum Beispiel zu Türkei. Ja, nein, nicht alt, ist alles neu. Für mich ist einfach, es ist ein sozusagen ein Film, kann ich zurückdrehen, weil ich die Situation in Syrien täglich folge. Und ich folge auch die deutsche Position dazu. Und wie sie versucht, alle Gruppierungen, egal ob sie Dschihadisten oder nicht, sie haben Interesse in Saudi-Arabien, mit Türkei, ob sie gegen Kurden kämpfen oder nicht, hat niemand interessiert. Sie haben immer beigetragen, dass Assad ist Diktatur und wir blenden alles aus. Wir haben Interesse mit Saudi-Arabien, wir schicken ihnen Waffen, wir haben kein Problem, ob sie Diktatoren sind oder nicht. Aber Assad ist Diktatur.
Gaddafi ist keine Diktator. Also die deutsche Politik erlebt eine Art Schizophrenie. Wenn wir von Innenpolitik reden, dann es geht um Menschenrechte und die Gleichberechtigung. Aber wenn wir zwischen Völkern reden, dann wir nehmen nicht einen Syrer, einen Mensch wie einen Deutscher, wenn ich ein deutscher Politiker bin. Und das ist die Schizophrenie, das sind die verschiedenen Maßstäbe. Was ist für Menschenwerte sozusagen. Und deswegen, wir reden von, also für mich, diese Art von Diskussion, pragmatisch sein und wie können das regulieren und so, ist eine Art Rechtfertigung, eine Art von Verantwortung abzuhauen, wegzuhauen und meine Schuld nicht zu erkennen, meinen Fehler nicht zu erkennen, indem wir Interventionen zum Beispiel in Libyen gemacht haben. Und deswegen das Land jetzt ist zerstritten und kaputt. Sorry, ich habe viel geredet. So, Sie wollten auch. Herr Axel Trost, ich bin finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken und auch stellvertretender Parteivorsitzender. Ich wollte als erstes mal sagen, also kommen Sie nicht immer mit Oskar Lafontaine, das ist inzwischen in der Linken ein unbedeutender Regionalpolitiker. Nein, ich sage das bewusst so, Sie können gerne auf der Bundesseite nachgucken, da habe ich heute einen Kommentar geschrieben, wo ich das auch genau so, also genau mich mit dieser Position auseinandergesetzt habe. Und am nächsten Samstag werden wir im Parteivorstand das Gegenteil beschließen. Also nur damit das klar ist, das ist nicht die Position der Linken. Das ist erstmal wichtig. Zweitens finde ich es schon wichtig, was angesprochen worden ist, dass man wirklich erstmal versucht, die Flüchtlingszuströme wenigstens ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das heißt schon, dass man das, was das UN-Hilfswerk, UNHCR, eben gesagt hat und was vereinbart ist, dass in den großen Auffanglagern wirklich Geld hinfließen muss, was beschlossen ist, was aber nicht hinkommt im Augenblick, sodass sich die Situation dort nochmal verschärft und das eben dann natürlich auch dazu führt, dass noch zusätzliche Ströme kommen. Aber das, weswegen ich mich jetzt eigentlich gemeldet hatte, wenn wir wirklich davon ausgehen, ja, man kann das schaffen oder wir schaffen das, dann geht das aber nicht aus der Portokasse, sondern dann muss man das wirklich als eine große gesellschaftliche Herausforderung jetzt auch aufgreifen. Und das heißt nicht jetzt kurzfristig gucken, wie wir Zelte und weiß ich was hinkriegen, sondern wir müssen in den Wohnungsbau und zwar massivst investieren, weil wir sonst eine Knappheit an billigem Wohnraum haben und es da eine Konkurrenz natürlich zwischen Flüchtlingen und der Bevölkerung gibt, insbesondere in großen Ballungsräumen. Wir müssen dringend was tun für den Bereich Integration. Und das heißt eben, wir müssen wirklich gucken, dass wir die Sprachkurse wesentlich intensivieren. Wenn man sich das anguckt, hier in Leipzig wird da viel zu wenig getan, sodass es eben auch an Sprache schon mangelt. Und wir müssen in jedem Fall auch in den Arbeitsmarkt investieren. Weil natürlich in einem halben Jahr die alle auf dem Arbeitsmarkt oder Großteil auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Und dann haben wir da auch eine Konkurrenzsituation, wenn wir nicht zumindest in irgendwelche Arbeitsmarktprogramme Geld reinstecken, wo wir dann versuchen können, auch Auffanglösungen für deutsche Langzeitarbeitslose, aber eben auch für Flüchtlinge und insbesondere auch für Syrer dann hier zu finden. Weil das Problem, letzter Gedanke, diese Herausforderung stößt auf einen Staat, auf Kommunen, die über Jahre lang Personal abgebaut haben und völlig ausgedünnt sind. Und wirklich auf Reserve liefen, das ging gerade noch so. Aber jetzt kommen ganz neue, viele Herausforderungen und die kann man nur in den Griff bekommen, wenn man Personal wieder aufbaut, wenn man entsprechend Kommunen mit mehr Finanzen auch ausstattet, weil das ist ein Prozess, der endet ja nicht dieses Jahr, sondern der wird die nächsten 4-5 Jahre weitergehen und deswegen brauchen wir da mehr Geld. So, das war jetzt im Grunde ein Beitrag nach meinem Geschmack, strukturell gesagt, weil das war die Frage, was kommt nach der Willkommenskultur oder wie verstetigt man, wie macht man etwas Nachhaltiges aus der Willkommenskultur? So, es geht weiter hier. Kann ich gleich? Okay. Ja, klar. Hallo? Ich würde gerne mal kurz auf dieses Stabilitätsding eingehen und es wurde von Marco irgendwie relativ beschwingt aufgenommen, vor allem von den Herren, dass es irgendwie
wir irgendwann die Stimmung kippt und dann hat der Journalist, ich habe gerade den Namen vergessen, Entschuldigung, Robin, ich kenne gerade nur den Vornamen, Herr Robin, Entschuldigung, hat dann gesagt, ja, das kann sein, wie dem auch sei. Genau, und ich habe mich mal gefragt, so okay, was für eine Stabilität wollen wir eigentlich wieder zurückhaben? Ist es die Stabilität, die darauf beruht, dass unsere Klamotten so hergestellt werden, dass in einem anderen Land der Welt Leute dafür mit Hungerlöhne bekommen, ins Elend getrieben werden? Ist die Stabilität, dass wir unser ganzer Lebensstil darauf beruht, dass wir Ressourcen ausbeuten, mit denen dann irgendwann der Klimawandel beschleunigt wird, wodurch wieder Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Ist es die Stabilität, die darauf beruht, dass wir immer weiter wachsen müssen als Wirtschaft und Gesellschaft, nur damit wir irgendwie nicht von den rutschenden Abhängen fallen, wie es Hartmut Rosa nennt? Ist es die Stabilität, in der Wohlstand irgendwie ein immer mehr bedeutet und vielleicht nicht ein genügsameres Leben? Und ich glaube, wenn jetzt die Frage kommt, wie werden wir leben, das weiß ich nicht. Und ich finde es auch wichtig, da trotzdem irgendwie diese Frage, wie wollen wir eigentlich leben, hinzustellen. Und da würde ich mir von den Parteien wünschen, dass endlich mal wieder eine Vision geschaffen wird dafür. Also nicht nur eine reaktive Politik gefahren wird auf das, was vielleicht kommen mag und die auch angstgetrieben ist, sondern vielleicht mal eine Vision geben, wie werden wir denn eigentlich fertig mit dem Klimawandel? Was bedeutet denn eine Transformation für unsere Gesellschaft? So, wie schaffen wir es denn, unsere Lebensstile so zu ändern und Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass Menschen irgendwie nicht ein gutes Leben so definieren, dass sie immer mehr Geld verdienen, sondern vielleicht mehr Zeit haben und keine Ahnung, sich zum Beispiel politisch zu engagieren, politisches Engagement. Genau, das ist was ich mir wünschen würde, und das findet gerade nicht statt. Gerade sind es reaktive Reaktionen auf immerwährende Krisen. Eine visiongetriebene Politik gibt es einfach nicht. Deswegen hege ich darin auch keine Hoffnung gerade. Aber vielleicht lernen Sie mich auch noch mal eines Besseren. Ich finde die Fragen von meinem Vorredner eigentlich so wichtig, dass ich Ihnen erstmal die Gelegenheit geben würde, wollen würde, das zu diskutieren, falls Sie dazu was sagen wollen. Bitte. Also das ist ja mein Schwerpunktthema, die ökologisch-soziale Transformation ist der sperrige Begriff dafür, die Frage, wie wir Wohlstand und eben die Tragfähigkeitsgrenzen unseres Planeten zusammenkriegen, das diskutieren wir gerade in Paris. Die Frage ist in der Tat so zu beantworten, dass wir uns verabschieden müssen von diesem Denken, dass Wachstum alles ist, das teile ich schon, aber die Frage ist schon auch, man kann nicht dem Rest der Welt vorschreiben und zu sagen, ihr solltet keine Entwicklung machen. Ja. Und das ist auch wieder ein Widerspruch, den man aus dem, ich nenne es mal, halbdekadenten Prenzlauer Berg-Duktus machen kann. Aber woanders, in China zum Beispiel, sind dann 1980 die 200 Millionen aus der Armut auch nicht rausgekommen, indem sie gesagt haben, wir diskutieren jetzt erstmal ein anderes Wachstumsmodell. Ja. Ich will das jetzt einfach nur mal anteasern, viel mehr kann man da jetzt abendfüllend, glaube ich, nicht machen. Ich habe 20 Seiten Papier vor kurzem dazu veröffentlicht, und es gibt sehr viele Stellschrauben, und da kommen wir auch wieder mit den Linken in richtige Diskurse rein, aber auch mit der Union zu sagen, wir müssen die Entkopplung von Ressourcenverbrauch endlich vorantreiben, wir brauchen aber auch neue Technologien, wir müssen die Gesellschaft sozialer machen und das alles zusammendenken. Und da gibt es die Degrowth-Bewegung in Leipzig, die hier einen großen Kongress abgehalten hat, alles ganz wichtige Themen. Aber ich wollte eigentlich zu dieser Opferkiste noch was sagen, wenn ich darf, ja. Und ich möchte mal auf den Kern nochmal der Veranstaltung raus, weil das ist so ein Ding, was mich immer schon politisch genervt hat, dass wenn man Politik gestalten will, dann sollte man Probleme beschreiben, aber mal irgendwann rauskommen aus diesem reinen Opferduktus und so. Und das gibt es, bei den Linken gibt es das ein bisschen mit dem Osten, das nehme ich so wahr. Und da ist auch was dran, aber irgendwie auch nicht, weil es ist ja auch nicht so, dass jetzt in den letzten 25 Jahren nichts investiert worden ist im Osten, sowohl von Osten selbst als von der Bundesrepublik insgesamt. Und daraus zu konstruieren, wir sind ein Land im sozialen Verfall, was eine Rekordbeschäftigung momentan hat bundesweit, geht mir nicht ein. Die Grünen haben damit auch Wahlkampf gemacht 2013, haben uns beschrieben als Bulgarien und war nicht sehr erfolgreich für uns. Also wir sind das Land im freien Verfall. Was waren wir nicht? Weil wir sind es gar nicht. Ja? Wir sind ein verdammt wohlhabendes Land mit Problemen, aber erstmal sind wir ein verdammt wohlhabendes Land. Und das muss ein anderes Selbstbewusstsein von einer anderen Erzählung geben und von da ausgehend dann zu sagen, andere Verteilungsgerechtigkeit,
zielgenau ansetzen, investieren, schwarze Null ist Quatsch, teile ich auch. Das ist ein richtiger Diskurs. Aber der andere, der schafft eben auch Anschlussfähigkeit für Rechte. Das teile ich schon auch, was Sie gesagt haben. Wenn man immer nur sagt, wir selber sind die Opfer, dann gibt es den islamischen Diskurs der Muslime. Sie haben bei den Schuldursachen der Kriege, da können wir auch weit diskutieren, Sarah Wagenknecht, da ist immer der Westen schuld. Ja, ich hab mich gemeldet in der letzten Debatte zu Syrien am Freitag und habe sie gefragt, ob sie da nicht immer auf einem Auge ein bisschen blind ist, weil Russland wird nie genannt. Und seit Russland in den Krieg eingetreten ist in Syrien, hat sich die Lage massiv verschärft. Also da muss man auch mal hinterfragen, was für Weltbilder da eigentlich dahinter stecken, dass der Westen an allen schuld ist. Aber nicht schuld sind dann möglicherweise auch die arabischen Gesellschaften, Saudi-Arabien, andere, die gar nichts hinkriegen in Richtung Modernisierung. Und dann richtig ist, wir liefern denen wieder Waffen und machen die zum strategischen Partner, ist also auch eine falsche Entscheidung. Aber auch das ist ein Opferdiskurs aus der islamischen Welt heraus, der hier auch in unseren Gesellschaften stattfindet und wo man auch mehr Selbstbewusstsein braucht. Das meine ich positiv, psychologisch. Ja, und also das ist also bei diesen Fragen, soziale Frage, die Frage der Flüchtlinge, da muss man auch mal rauskommen aus dieser Beschreibung, dass alles nur so irgendwie ist, das sind die bösen Politiker, und die machen uns das Leben schwer. Und wir als Gesellschaft, ich sage das allen Schulklassen, die zu mir kommen, mein letzter Satz, wenn die mal fragen, ja, was können Sie denn für mich tun? Dann sage ich, tut ihr doch mal was. Ja? Geht doch mal auf die Straße, engagiert euch. Die meisten von euch aus Schulen, aus Universitäten kommen nicht aus Hartz-IV-Haushalten, sondern kommen aus Haushalten, wo es den Leuten gut geht. Also macht was draus für euch. Und das finde ich, das muss der Diskurs auch sein in der Flüchtlingspolitik, in allen Diskursen. Wenn man diese Opferkiste macht die ganze Zeit, dann stärkt man die rechten Ränder und vielleicht auch die man gar nicht drin haben will. Bitte? Ich würde Robin gerne nochmal eine Frage stellen, und zwar, wir Linksliberale, sage ich jetzt mal, sind ja grundsätzlich immer der Meinung, dass wir sagen, moralisch gut sind, aber leider diese CDU-Menschen das Gute einfach nicht so drauf haben, weil die gnadenlos egoistisch sind und eigentlich immer nur sozusagen ihre eigenen Interessen vorantreiben. Du kennst dich ja. Stimmt. Du kennst dich auch an der sogenannten Basis der Partei aus. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie die drauf sind. Also ich meine, das sind doch auch Menschen. Gut, das war jetzt eine riskante These. Möchtest also, du wirklich so stark? Na, ich glaube, dass... Also was treibt die, ist die Frage. Ich kann ja mal so erklären. Als ich angefangen habe, über die Union zu schreiben, hatte ich davon keine Ahnung. Dann hat mich mal jemand von der CDU beiseite genommen und hat mir so ein paar Basics erklärt. Und eins fand ich ganz einleuchtend. Der sagte, linke Parteien sind immer Programmparteien. Die wechseln zwar das Programm und auch schroff, aber im Prinzip ist es ein Verein zur Erreichung bestimmter Ziele und dann unterhält man sich über Strategien und Taktik und nächster Schritt. Und die Union versteht sich nicht als Programmpartei, sondern als eine Art Erfahrungsgemeinschaft. Also die denken halt, sie gehören zusammen und haben so ein Gefühl, gar nicht, dass sie sich alle mögen, sondern wir haben schon zusammen viel erlebt, so ähnlich wie eine Familie. Und deshalb sind die auch so robust, diese sehr unterschiedlichen Politiken und Wechsel auszuhalten. Also wenn Sie sich angucken, was die in Leipzig mal beschlossen haben, als Merkel Kanzlerin werden wollte, was sie dann gemacht haben, behaupte ich, das hält keine SPD und keine Linke und keine Grüne aus, diese Spannbreite. Ne? Also man hat irgendwie ein neoliberales Programm und macht dann Ausbau des Sozialstaats, also solche Sachen. Oder wenn die halt merken, die Leute wollen keine Atomkraftwerke mehr, dann werden die Dinger eben abgestellt. So. Also das geht da ganz schnell. Deshalb, ja, aber dann sie machen halt dann auch das Gegenteil davon. Ne? Also, Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass das, was vorher geplant war. Ich glaube zum Beispiel, wenn sich die Situation mit dem Zustrom nicht verändert, wird es und wenn diese europäische Lösung scheitert, die Merkel gerade versucht, dann wird es eine andere Lösung geben. Die Situation, wie sie jetzt ist, dauert nicht ewig. Und dann wird es eine Lösung geben, die vielleicht einen kleineren Schengen-Raum beinhaltet oder sogar richtige Kontrollen mit Zurückweisung an nationalen Grenzen. Und meine Vorhersage wäre, dass Merkel dafür nicht gestürzt wird, sondern dass sie das selber macht. Also da wäre ich ganz vorsichtig zu glauben, die ist jetzt zu uns übergelaufen und das bleibt jetzt für alle Zeiten so. Da würde ich genau beobachten. Und ich glaube, was die Stärke der Union ist, die versuchen, so eine Diskurse immer intern zu führen. Also selbst ich war vor zwei Wochen noch im CSU-Parteitag, da hat man Markus Söder, der eine Rede hält, die ich problematisch fand,
und ich finde gar nicht so viel problematisch, aber weil der zum Beispiel gesagt, wir müssen den Leuten auch versprechen, dass was sie in die Krankenversicherung eingezahlt haben, dass sie auch die Leistung kriegen. Da dachte ich so, das hat doch niemand je in Abrede gestellt. Aber gleichzeitig haben sie auch eine Frau, die heißt Barbara Stamm, stellvertretende Parteivorsitzende, die sagt auf der Bühne, wir haben den Familienauszug jetzt ausgesetzt und wir werden noch genau darüber reden. Was dann wieder für einen Teil der Leute das Signal ist, ihr seid das noch nicht los, da werden wir uns noch drüber unterhalten. Also die haben eine sehr große Bandbreite, die sie intern verhandeln. Und ich glaube zum Beispiel, die Grünen sind ja eine kleinere Partei, und die eine andere Funktion hat. Die Linke sind sowieso eine historische Anomalie, aber die SPD zum Beispiel, dass die diese Breite verloren hat, der Debatte. Also dass man intern unterschiedliche Positionen, auch unterschiedliche gesellschaftliche Standpunkte erstmal zu einer Position bündelt, hat sie nicht produktiver für unsere Gesellschaft gemacht. Habe ich alle verwirrt jetzt, ne? Aber trotzdem bleibt am Ende die Position von Markus Söder und Horst Seehofer in den Medien als die CSU-Position. Ja, aber schauen Sie, das sind doch schon erstmal zwei ganz unterschiedliche Positionen. Also die Söder-Position ist die Orban-Position und Seehofer hat von Anfang an gesagt, ich mache keinen Zaun und ich schaffe das Asylrecht nicht ab. So, wenn Sie diese Position als eine schildern, haben Sie nicht aufgepasst. Ja, aber Sie haben gerade von der dritten Position gesprochen, dass alles wieder so wird wie früher mit dem Familiennachzug. Das ist ja null angekommen. Also wenn Sie jetzt sagen, die CSU verhandelt nur intern, dann ist es ja schlicht, also kann es sein, dass sie das macht, aber nach außen treten dann halt immer bloß die Großkopfeten, die am bayerischen Stammtisch sitzen. Ja, ich glaube, da werden Sie den Leuten nicht gerecht. Ich kann eine konkrete Frage stellen, vielleicht damit das noch etwas dynamisiert wird. Obergrenze, ist das jetzt eine reine Symbolik? Oder ist das etwas, mit dem wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen? Na klar ist das. Also ich meine, wenn man sich die Debatte anguckt, da wird auch immer ein Fetisch für alle zwei Wochen gesucht. Zwei Wochen lang war die Transitzone der Fetisch, jetzt ist die Obergrenze der Fetisch. Also diese Leute, die Angst haben, dass da Ordnung zusammenbricht, suchen jetzt etwas, was sie so als Standarte in den Sand rammen können und da herrscht wieder Ordnung. Weil die richtige Antwort auf die Frage Obergrenze ist natürlich, was macht man denn mit dem Nächsten, der kommt? Das ist doch klar. So, aber trotzdem, wenn man von diesem Begriff, den ich für einen Fetisch halte, weggeht, über Verfahren, wer kommt und wie das geregelt wird, wird in Zukunft geredet werden. Da glaube ich, das wird so kommen. Ja, aber genau das passiert ja nicht. Das habe ich vorhin beschrieben, dass wir uns, auch selbst wenn es eine linke Regierungsmehrheit gäbe und man Fluchtursachen bekämpfen wollte, es trotzdem Fluchtursachen gibt und Menschen kommen zu uns, wenn ihre Länder bombardiert werden oder durch einen Klimawandel austrocknen oder überschwemmt werden. Deswegen muss nicht die Diskussion sein, ob wir eine Obergrenze und damit eine Mauer oder ein Schild aufstellen, die Diskussion sein, sondern die Diskussion muss sein, und da gebe ich Ihnen recht, wie wir gemeinsam, ich will nicht sagen, damit klarkommen, weil die Barbeispiel von vorhin, 100 Leute und 2 kommen mehr oder 5 kommen mehr, macht überhaupt keinen Unterschied. Wir sind über 80 Millionen Menschen in diesem Land, in Europa 500 Millionen. Also wir reden nicht von diesen Dimensionen, dass hier der komplette Staat auseinanderfallen würde. Jeder Mensch, der hier reinkommt, der ist eine Bereicherung für alle. Also der verdient genauso Geld, zahlt genauso Steuern, lebt genauso von Hartz IV wie alle anderen Deutschen. Also das ist nicht die Diskussion, die man führen sollte. Man sollte, und das hat der eine Herr auch aus dem Publikum gerade zuletzt nochmal geführt, vielleicht wieder mehr zu Visionen debattieren. Das war ja auch das Thema über die Zukunft. Vielleicht kommen wir da wieder zurück. Da will ich nur sagen, also wir als Linke hatten jetzt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren eine linke Woche der Zukunft, wo genau es darum geht und wie auch verschiedenste Gruppen damit eingebunden werden. Die Schwierigkeit, die wir leider nur haben, auch als Oppositionspartei, ist erstmal viele Dinge, die hier gerade passieren, ja, versuchen zu verhindern oder zu kritisieren und abzulehnen und dann unsere Vision zu artikulieren. Aber wir sind gerade nicht in der Regierung und da ist es natürlich schwer, dann sowas umzusetzen. Ein gutes Beispiel zum Beispiel ist, weil wir auch vorhin vom Klimaschutz jetzt schon gesprochen haben, jetzt will ich das Beispiel doch mal bringen. Wir hatten vor 3 Monaten eine Diskussion über eine Klimaschutzabgabe für alte Braunkohlekraftwerke. Eine Vision um den Klimavision, also ein Ziel, was müsste es eigentlich sein, um den Klimawandel aufzuhalten, Braunkohlekraftwerke aufzuschalten, ein klares Ausstiegsszenario zu haben. Das haben wir nicht. Es gibt kein Ausstiegsszenario für Braunkohlekraftwerke. Wir haben sie für Atomkraft, Gott sei Dank. Nun gab es den Kompromiss, okay, machen wir eine Klimasteuer für alte Kohlekraftwerke. Das heißt, die Betreiber, also eine sehr kapitalistische Vorgehensweise, die Betreiber zahlen also eine extra Steuer pro CO2-Tonne für besonders alte Kraftwerke.
eine Idee, die man in diesem System grundsätzlich erstmal begrüßen kann, auch wenn wir eigentlich klare Ausstiegsszenarien oder Verbote oder Grenzwerte als Linke gefordert haben. Aber wir haben das begrüßt, dass zumindest das möglich ist. Möglich war am Ende nur noch, dass Braunkohlekraftwerke auf Reserve geschalten werden und diese Unternehmen dann auch noch hunderte Millionen Euro vom Steuerzahler kriegen. Also eine komplette Umkehr und es werden nicht mehr die Klimaziele eingereicht. Und das ist das Problem, was es gerade sehr schwierig macht, über Visionen zu reden. Und ja, und da ist, glaube ich, das Ziel auch als linke Bewegung oder als grüne Bewegung oder auch als linke gesellschaftliche Bewegung, sich besser zu vernetzen, stärker aufzutreten, ja, und auch Mut zu machen. Wir haben Ideen und Visionen, wir haben sie auch artikuliert. Das Umsetzen ist halt das Problem, auch an Mehrheiten mangelt das oder auch an Bevölkerungsmehrheiten. Und man muss auch aufpassen, dass man auch als linke oder grüne Partei nicht am Ende als Wahlverein verkommt, der nur dafür da ist, gewählt zu werden, um dann irgendwann im Parlament was zu machen, sondern ich glaube, Aufgabe von linken Parteien muss auch sein, ganz konkret Hilfe zu leisten für die Dinge, die man einsteht. Und das machen wir als Linke zum Beispiel mit Sozialberatung, die wir in unseren Büros anbieten, mit kostenlosen unsere Räume zur Verfügung stellen, mit den Leuten aufs Amt gehen. Das ist das, was auch zählt, damit man am Ende eben nicht nur ein Wahlverein ist und irgendwelchen Mehrheiten hinterherrennt, sondern eine eigene Position bezieht. Jetzt will ich aber den Herrn Janicek trotzdem nochmal einbringen. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, ich will gar keine Utopien, ich habe eine Realität und die will ich verändern, und ich muss aber eingestehen, dass das sozusagen nationalstaatlich nicht funktioniert, sondern ich brauche irgendwie ein schmutziges Geschäft mit Erdogan, ich brauche irgendwie europäische Kontingente. Ist in diesem Kontext sozusagen der Versuch, Obergrenzen irgendwie zu benennen, eben der Versuch, die Illusion einer Nationalstaatlichkeit irgendwie wiederherzustellen? Oder gibt es irgendeinen Ansatz, wo man sagen würde, ich frage Sie jetzt, ich nehme das ernst? Naja, wir hatten die Griechenland-Debatte, da ist Deutschland sehr schulmeisterlich aufgetreten. Jetzt in der Flüchtlingsdebatte ist Deutschland eher das Land, das zu anderen gehen muss und fragen, macht ihr denn vielleicht auch mal bitte mit? Ja, also das ist erstmal eine Realität, der man sich konfrontiert sieht, wo man aus der ersten Debatte vielleicht lernen kann, dass das nicht so klug war, so aufzutreten. Also wenn man europäische und deutsche Interessen gemeinsam haben will, dann muss man das auch immer so durchziehen. Und Obergrenze ist falsch, weil wer ist der Nächste, der kommt, aber es findet natürlich eine Diskussion statt und es findet politisches Handeln statt, die Zuwanderung zu begrenzen. Und jetzt möchte ich mal auch einen linken Ministerpräsidenten in Thüringen sehen, der da jetzt auf die Barrikaden geht und sagt, wir wollen keine europäischen Außengrenzen, wir wollen kein Geld für die Türkei. Das wird es nicht geben, weil jeder weiß, es ist am Ende doch sinnvoll, dass vielleicht doch nicht alle 8 Millionen, die werden das nicht wollen, aber gesponnen, alle 8 Millionen Syrer, die jetzt auf der Flucht sind, davon sind übrigens die meisten noch im Land und ein Teil ist außerhalb, also welches Interesse sollten wir überhaupt haben? Und auch übrigens beim Balkan ist es das Gleiche. Es ist auch nicht human zu sagen, Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, die kommen jetzt momentan sehr, sehr wenig. Warum kommen die sehr wenig? Weil sie merken, sie kommen nicht mehr so leicht ins System rein momentan. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich würde sagen, so schlecht ist das auch nicht. Der serbische Ministerpräsident hat selber gesagt, für sein Land, auch der kosovarische, ihr zieht uns die ganzen Leute ab. Ja? Und die sind dann ein halbes Jahr, ein Jahr in Deutschland. Dann sind die da, ist auch gut. Die meisten können nicht bleiben, weil das Recht so ist. Und gehen dann wieder zurück. Aber ist das jetzt human zu sagen, wir sollen das möglichst lange ermöglichen, dass die ein Jahr bleiben? Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Man muss sich auch mal in dieser Diskussion hinterfragen. Und was die Vision angeht, ich bin ein optimistischer Mensch, gerade was das Klima angeht. Ich meine, ich bin in 500 Unternehmen in den letzten Jahren gewesen. Und ich weiß, da sind viele, die wollen was machen, auch in den Gewerkschaften. Es passiert was auf der Welt. Und ein Präsident Obama, der sollte auch manchmal bei den Linken, der ist nicht ganz nur böse und so. Also USA ist nicht nur böse, die machen auch mal gute Sachen. Ja? Also man kann, um das mal außenpolitisch zu beantworten, auch diese Coalition of the Willing ist ja verbrannt durch Bush, ja, ist der falsche Begriff. Aber ich benutze ihn jetzt mal trotzdem. Man kann schon versuchen, Bündnisse zu schließen auf der Welt für gute Politik. Das ist schon möglich. Ja? Und das ist in der Flüchtlingspolitik möglich, in der Klimapolitik möglich. Wir haben das Wissen, wir haben die Vernetzung, wir haben den Wohlstand, wir haben die Chancen. Also ich mag dann doch lieber so anfangen zu argumentieren, als zu sagen, das ist jetzt alles verloren. Ist es nicht. Wir haben ganz schön viele Chancen. So, ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Beitrag hier und eine Schlussrunde und dann lassen wir es ausklingen.
Ich habe gerade eben zu dem Kollegen, der da schon vor mir stand, gefragt und gemeint, du stehst da schon länger. Er hat gemeint, naja, aber geh ruhig vor. Und ich meinte zu ihm, gut, dann bringe ich noch ein bisschen Pfeffer rein. Auf diese Frage mit der Utopie und sowas, ich habe zunehmend das Gefühl und auch diese Debatte wieder, die sehr viel so aus der Käseglocke der Berliner Republik mir vorkam, ich habe das Gefühl, die einzige Utopie, die man braucht, nennt sich Grundgesetz und die Artikel, die da drin stehen. So. Und Oskar Lafontaine fiel schon, der ist ein widerlicher Kotzbrocken, der das Grundgesetz auf Asyl abgeschafft hat und die SPD dafür sturmreif geschossen hat, dass wir uns überhaupt noch über den unterhalten müssen, ist ein Treppenwitz der Geschichte. Der Mann ist sozusagen, steht synchron mit Rostock-Lichtenhagen und den politischen Fehlern, die damals gemacht wurden. Ich glaube, dass tatsächlich ich finde es bemerkenswert, dass hier heute so eine Art Hufeisentheorie in Sachen Asyl präsentiert wurde und gesagt wurde, man muss eine Stabilität und eine Mitte stärken, zu einem Zeitpunkt, wo die Gesellschaft sich bereits so weit entwickelt hat, dass tatsächlich die Einzigen, die irgendwie das, was sich freiheitlich-demokratische Grundordnung zu Recht nennt, sich auch zu Recht als militante Humanistinnen nennen. Also wo irgendwie Künstlerinnen und Künstler unter dem Deckmantel der Künstlerinnen und Künstler tatsächlich einfach provozierte Gesetzesbrüche nach dem aktuellen Verfahren begehen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wir das Grundgesetz mit Füßen treten und das abschaffen. So. Kleine Anekdote dazu, in den 50er Jahren gab es einen Antrag im Bundestag auf Antrag eines KPD-Abgeordneten, der hat das Arbeitsrecht für Asylsuchende vorgesehen. Daraufhin hat, ich habe den Namen vergessen, ein CDU-Abgeordneter relativ bekannt gesagt, das ist völlig unnötig, das wird durch Artikel 2, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, ausreichend gedeckt. Alle waren sich einig, der Antrag wurde zurückgezogen, es herrschte Einigkeit. Wenn man sich die Diskurse aus den 90ern anguckt und wenn man sich anguckt, was faktisch im Bundestag beschlossen wurde an Asylrechtsverschärfung mit dieser Notwehr-Debatte, dann bin ich sehr froh, dass es sozusagen junge Leute gibt, die auf diese Mitte-Rhetorik scheißen, die tatsächlich teilweise sich Urlaubssemester nehmen und die tatsächlich irgendwie als konkrete humanistische Militante fordern, dass Fähren eingerichtet werden, die Leute übers Mittelmeer bringen, die einfach über die Scheißgrenzen fahren und die Leute wohl wissen, dass es illegal ist, hierher bringen. Und ich hätte mir deutlich mehr darüber gewünscht und ich würde mir deutlich mehr politische Repräsentanz wünschen dieser Leute und Anerkennung für deren Engagement und deren irgendwie Mut. Und das, was legal ist, hat schon lange aufgehört, das moralisch Richtige zu sein. So. Da habe ich tatsächlich zu wenig von gehört und ich finde den Mitte-Diskurs in der Frage lange schon nicht mehr angebracht. Dazu würde ich tatsächlich gern Sachen hören, weil aus meiner Sicht sind es schon lange die Leute, die sich vom Mitte-Diskurs verabschiedet haben, die irgendwie die Freiheit in dieser Gesellschaft verteidigen. Und die sind die Letzten. So, ich habe noch eine Schlussfrage an jeden von Ihnen und die ist mit der Bitte um möglichst lange Antwort. Herr Böhme, und zwar die Frage lautet, wer ist für Sie der Politiker oder die Politikerin des Jahres? Ja, die Person, die ich hier gerade vertrete, Julia Nagel, die nicht nur einen Leipziger Friedenspreis bekommen hat dafür, dass sie hier zahlreiche Anti-Nazi-Proteste mit organisiert hat, sich mit in den Weg stellt, auch Anzeigen dafür bekommt, ihre Immunität gefährdet ist dadurch, die sich trotzdem weiterhin für die Rechte von Flüchtlingen einsetzt, denen konkret hilft und wir das als Bürokollektiv, also ich auch mit ihr zusammen, als Linksnet, als Interim, als linke Gruppen machen und ich denke, das war, als ich vor 7 Jahren in die Linke eingetreten bin, damals noch als Christian Wursch, ein bekannter Nazi, der hier ständig Demos gemacht hat am 1. Mai und 3. Oktober, war ich bei ganz vielen Antifa-Demos dabei und habe sie dort kennengelernt und sie war und ist, wenn Sie jetzt die Frage so stellen, die Politikerin des Jahres gerne. Ja. So, Herr Janicek, bin gespannt. Ja, da muss ich schon einen Kontrapunkt setzen. Nee. Ist Winfried Kretschmann, aber das überrascht vielleicht auch nicht bei mir, weil ich finde, das ist eben, da komme ich jetzt auch auf das Thema, was der Letzte gesagt hat hier, also als Kommentar, ich teile das überhaupt nicht. Ich finde allen Respekt vor der Antifa, und es ist auch richtig, dass jetzt manche sagen, das ist gut, dass die letzten Jahre immer auf die Straße gegangen sind, wo andere zu Hause geblieben sind. Ja. Das muss man mal wirklich sagen und gegen rechts was zu tun und in München und überall und in Berlin, und das ist ganz wichtig. Ja. Aber was Kretschmann gemacht hat, ist mindestens genauso viel wert, nämlich es ist wichtig, dass wir in der Mitte der Gesellschaft, ich sage es nochmal, wer immer das ist, die meisten Menschen wollen sich nun mal dazu gehörig fühlen, zu dieser Mitte, die definieren nicht wir, sondern die Leute machen das. Ja.
dass wir diese Menschen erreichbar machen für diese Ideale, die wir dann doch hier gemeinsam predigen. Und wenn uns das nicht gelingt und wir denen sagen, ihr seid die böse Mitte, die Mehrheitsgesellschaft, und wir stellen uns militant außen vor und berufen uns dann auch noch sozusagen auf eine Art von Selbstverteidigungsrecht. Ich meine, was ist der Unterschied dann zu dem Diskurs, der Pegida führt in dem Fall? Das machen die auch, ja, diesen Diskurs zu führen. Wir stellen uns außerhalb der Gesellschaft und greifen euch in der angeblichen Mitte an, weil eigentlich sind es ja wir, die das Volk verteidigen. Also so ein Diskurs, der ist demokratisch gefährlich und den finde ich falsch und das sage ich jetzt einfach auch mal deutlich hier. So sollte man das nicht tun, bei allem berechtigten Ärger. Wir sind nicht das Land, das das schlimmste Menschenrechtsverbrechen gerade anrichtet in der Flüchtlingspolitik, sondern wir sind schon gerade das Land, das gesamtstaatlich nach den letzten Berechnungen 16 Milliarden Euro ausgibt nächstes Jahr für Flüchtlingshilfe. Da kann man doch nicht sagen, das ist die größte Asylrechtsverschärfung aller Zeiten, wenn wir 1,2 Millionen, na, wahrscheinlich 1,1 bis 1,2 Millionen dieses Jahr. Ich bin sehr der Meinung, dass wir das tun sollten, ja, und mit großem humanitären Impetus, aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, das ist dann die schlimmste Zeit, die wir jemals hatten, weil wir das jetzt tun. Ich meine, wo lebt ihr? Also das ist es nicht, ja, und da stehe ich zu. Also ich finde, da sollte man auch dann sagen, und das ist für mich ein ethisches Argument, es ist wichtig, den Stammtisch zu erreichen. Ich gehe gerne an den Stammtisch. Ich finde es auch super, dass meine Mutter, die jetzt bald 70 wird und aus Österreich und konservativ ist, ein großes Verständnis hat aus ihrem Verständnis für Flüchtlinge und schimpft über Seehofer, obwohl sie eigentlich eine Konservative ist. Ja? Das machen viele, die in diesen Milieus sind. Also, und wenn man diese alle abschiebt und sagt, das sind alles Leute, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, weil die stehen jetzt nicht ein für unser Urlaubssemester und fahren nicht nach Syrien oder so. Ja, ich meine, Urlaubssemester musst du dir auch erstmal leisten können. Also wo kommt das alles her? Und das muss man zusammendenken. Das war mein polemischer Schlusssatz und Winfried Kretschmann wäre dann der es mir für mich am besten umsetzt. Danke. So, ja, und wer es nicht wissen sollte, Winfried Kretschmann ist der wahre Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Robin, Politiker des Jahres, Politikerin des Jahres. Ich würde eigentlich auch lieber was zu diesem Mitte-Diskurs sagen. Darf ich? Erstmal eine Antwort noch. Na, ich glaube, ich muss ja immer darüber schreiben. Also Merkel war schon zentral, weil ohne Merkel wäre das, glaube ich, mit Griechenland anders gelaufen, Anfang des Jahres. Und ohne Merkel wäre diese Asylsache hundertprozentig anders gelaufen. Also dieser 4. September war halt der entscheidende Tag. Und die einen sagen halt für den Untergang Deutschlands und die anderen sagen das Gegenteil. Zu diesem Mitte-Diskurs, ich bin da so ein bisschen ratlos, weil ich arbeite ja bei der Welt und ich habe mit ein paar Leuten zu tun, auch die ganz anders politisch ticken. Und auf der rechten Seite gerät der Begriff Mitte verliert rechts an Prestige. Was ich ganz, ganz bedenklich finde. Weil das war ja eigentlich was man in der Bundesrepublik eigentlich durchgängig gelernt hatte. Und wenn man sich gelernt hat, hat man es wenigstens behauptet, dass man auf die Mitte orientiert. Und ich beobachte neuerdings auch, dass es links verliert. Also ich erinnere mich an eine Spiegel Online-Kolumne von Jakob Augstein, die Mitte ist korrupt und so weiter. Und hier hat man auch diesen Ton gehört. Und also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen umschaut in der Welt, ich meine, will man über Asylrecht lieber mit Angela Merkel diskutieren oder mit Frau Le Pen? Macht das keinen Unterschied? Das kann niemand behaupten. Will man mit einer liberal-konservativen polnischen Regierung reden, die man noch vor einem Monat hatte, oder mit einer katholisch-radikalen konservativen Regierung, die man jetzt hatte? Da kann nicht behaupten, das wäre kein Unterschied. Das ist ein ganz zentraler, wichtiger Unterschied. Und deshalb, klingt jetzt so ein bisschen so wie so ein Lehrer, aber ich kann dafür wirklich nur warnen, diese Orientierung auf die Mitte zu verlieren. Wenn man sich auch historisch anguckt, der Kampf gegen den Faschismus in Deutschland ist nicht daran gescheitert, dass es nicht genug begeisterte Linksradikale gab. Der ist daran gescheitert, dass die Parteien der Mitte nicht mehr miteinander Lösungen für Probleme gefunden haben. Ich habe jetzt ein paar Leute hier vielleicht ein bisschen provoziert, aber ich empfehle da nachzulesen. Also das ist etwas, was mich sehr irritiert, dass von links und rechts gesagt wird, Mitte und wollen wir nicht mehr. So, also wir halten fest, Politikerin des Jahres Jule Nagel, Winfried Kretschmann, Angela Merkel, das ist doch mal eine Ansage. Gut, zwei ostdeutsche kompetente Frauen. Meine Damen und Herren, das war das Taz-Gespräch in Leipzig. Ich darf Ihnen noch sagen, dass wir am 2. April in Berlin diese zentralen Diskussionen fortsetzen werden, dann nämlich beim Taz-Lab im Haus der Kulturen der Welt. Und davor sind wir wieder hier am Buchmessen Samstag. Ich möchte mich noch bedanken bei den Menschen, die diese Veranstaltung heute Abend möglich gemacht haben, hier im Haus und im Taz-Verlag.
speziell bei Willi Vogelpohl und Jakob Werlitz. Und ich sage vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Robin Alexander, Dieter Janicek, Marco Böhme. Applaus